Willkommen zurück und zu unserer zweitägigen Treuhandkonferenz. Wir haben schon tief begonnen, im Thema zu bohren und haben Fragen der Wahrnehmung und der Bewertung schon gestriffen, würde ich mal sagen. Aber das werden wir jetzt in einer Spiraldrehung in der Tiefe tun. Und ich freue mich sehr, für die ersten 20 Minuten das Podium und das Mikrofon abzugeben an Norbert F. Pötzel. Ich könnte ihn jetzt länglich anmoderieren. Ich beschränke mich dabei, dass er Journalist ist, ehemals für den Spiegel aktiv. Und er ist mehrfacher Autor. Er hat 2014 eine Erich Honecker-Biografie veröffentlicht und 2019 den Treuhandkomplex. Und weil er so ein komplexer Zeitenbeobachter und Bewerter ist, erleben wir ihn jetzt mit seinem 20-minütigen Impuls und danach als Mitdiskutantin analog und digital, sprich bei diesem hybriden Podium, auf das ich mich sehr freue, mit auch VertreterInnen unterschiedlicher Generationen. Bühne frei für Sie, Herr Pötzel. Sehr gerne. Vielen Dank für die freundlichen Worte. Ja, die Treuhandanstalt hat ja zumindest in Ostdeutschland, obwohl sie seit 25 Jahren ihre praktische Tätigkeit eingestellt hat, nie aufgehört, ein Aufregerthema zu sein. Aber in den vergangenen 2-3 Jahren, was sicherlich auch mit den Jubiläen Mauerfall und Wiedervereinigung 30 Jahre zu tun hat, ist sie erneut in den Fokus öffentlicher Diskussionen gerückt. Alle schlechten Erfahrungen des Übergangs von der Plan- zur Marktwirtschaft würden der Treuhand angelastet, schrieben Markus Böge und Konstantin Goschler 2017 in ihrer Studie Wahrnehmung und Bewertung der Arbeit der Treuhandanstalt. Vielen Ostdeutschen erscheine sie als zentrales, Zitat, zentrales Negativsymbol einer umfassenden, regelrecht schockartigen Überwältigung des Ostens durch den Westen. Die Studie basierte auf der Befragung von rund 500 Ost- und Westdeutschen. Bei einer Bewertung der Arbeit der Treuhandanstalt mit Schulnoten gaben ältere Ostdeutsche, wurde schon angesetzt über 40 Jahre, ihr die Durchschnittsnote 4,2, also gerade noch ausreichend. Und selbst Westdeutsche dieser Altersgruppe, ob schon von der Transformation nicht betroffen, bewerteten die Treuhandtätigkeit gerade mal mit der Durchschnittsnote 3,6. Bemerkenswert ist dabei, dass nur 340 der 500 Befragten die Treuhandanstalt überhaupt kannten. Und dass sich von diesen lediglich 238 in der Lage sahen, deren Arbeit zu bewerten. Mir scheint, dass da manchmal eben auch Meinung anstelle von Wissen gesetzt wird. Hinzu kommt, von den jüngeren Ostdeutschen, den unter 40, die die Privatisierung der DDR-Betriebe aus eigenem Erleben gar nicht kennen können, bekam die Treuhand die Durchschnittsnote 3,8. Die schlechte Meinung über die Treuhand scheint sich also nicht nur zu verfestigen, sondern auch zu vererben. Im Jahr 2019 stimmten bei einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Infratest DIMAGP 71% der Ostdeutschen der Aussage zu, die Treuhand habe die DDR-Wirtschaft vor allem zum Vorteil westdeutscher Unternehmen abgewickelt. Auch 44% der Westdeutschen sahen das so, obwohl sie doch gar nicht betroffen waren. Nur 23% der Ostdeutschen und 39% der Westdeutschen erkannten an, dass die Treuhandanstalt, so war die Fragestellung, unter sehr schwierigen Bedingungen dazu beigetragen habe, eine marode Planwirtschaft in die Marktwirtschaft zu überführen. Wie kommt es zu diesem extrem schlechten Image? Seit Beginn der Treuhandtätigkeit im Jahr 1990 wurden Legenden verbreitet, die sich trotz aller Gegenbeweise als zählebig erweisen und einen unter vielen Ostdeutschen intensiv gepflegten Opfermythos befeuern. Viele Autoren und Medien haben von Anfang an diesen Mythos bedient. Man erinnert sich an Rolf Hochhuths 1992 uraufgeführtes Theaterstück Wessis in Weimar, laut Untertitel Szenen aus einem besetzten Land, das den Mord an dem Treuhandpräsidenten Detlef Rohwetter kaum verhohlen rechtfertigte. Oder die Tiraden von Günter Grass, der sich zu dem Satz hinreißen ließ, wer ein solch menschenverachtendes Instrument wie die Treuhand ins Leben ruft, muss sich nicht wundern, wenn darauf terroristisch reagiert wird. In seinem 1995 erschienenen Roman Ein weites Feld zeigte Grass mehr Sympathie für Stasi-Spitzel als für westdeutsche Aufbauhelfer. Der Buchmarkt wurde, so Goschler und Böck, mit einer schnell anwachsenden Kaskade an Treuhandskandalgeschichten versorgt. Autoren waren meist ostdeutsche Verteidiger des SED-Regimes oder westdeutsche Linke, die den Untergang der DDR betrauerten.
Es ist nicht zu bestreiten, wir haben das heute Vormittag auch gehört, dass unter dem Zeitdruck und angesichts der gigantischen Aufgabe der Treuhand auch Fehler gemacht wurden. Und es kann niemanden überraschen, dass beim Verkauf ostdeutscher Betriebe auch Glücksritter angezogen wurden, denen bisweilen korrupte Treuhandmitarbeiter die Hand reichten. Nur weder Fehlentscheidungen noch Kriminalität waren Massenphänomene. Treuhandkritiker wollen beweisen, dass die Wirtschaft der DDR trotz einiger Schwächen funktions- und leistungsfähig gewesen sei. Die Treuhand habe als Erfüllungsgehilfin der westdeutschen Industrie, also in bösartiger Absicht, ostdeutsche Betriebe zerstört, um sie als potenzielle Konkurrenz auszuschalten. Diese Dolchstoßlegende, wie Karl-Heinz Paquet und Richard Schröder in einem aktuellen Buch solche Darstellungen nennen, verbreiteten in jüngerer Zeit sehr erfolgreich die sächsische SPD-Ministerin Petra Köpping und der ostdeutsche Historiker Ilko Sascha Kowalczuk. Köpping macht in ihrem Buch Integriert doch erstmal uns, die Treuhand nicht nur für, Zitat, Demütigungen, Kränkungen und Ungerechtigkeiten verantwortlich, sondern auch für Fremdenfeindlichkeit und überproportionale AfD-Wahlergebnisse in Ostdeutschland. Kowalczuk zeichnet die wirtschaftliche Transformation durch die Treuhand als kolonialen Akt des Westens, wie schon der platte Titel Die Übernahme nahelegt. Auch Kowalczuk unterstellt, der Westen habe die Ostdeutschen gezielt und absichtlich gedemütigt. Herabwürdigung wurde zur Staatsräson, schreibt er an einer Stelle. Die Treuhand wird in der Öffentlichkeit stets als westdeutsche Einrichtung wahrgenommen, obwohl sie doch eine ostdeutsche Idee war. Und da muss man dann doch sehr genau auseinandersortieren. Die Erfinder der Treuhandgesellschaft, wie sie ursprünglich hieß, waren im Februar 1990 am zentralen runden Tisch in Ost-Berlin davon ausgegangen, dass ein riesiges Volksvermögen von geschätzt 1,6 Milliarden D-Mark zu verteilen sei, was sich aber rasch als Fiktion erwies. Auch die Privatisierungsanstalt, die im Juli 1990 ihre Arbeit aufnahm, wurde noch von der DDR-Volkskammer, der ersten und einzigen Freigewählten, gegründet. Am 1. Juli 1990 hatte die Treuhand 133 fast ausschließlich ostdeutsche Mitarbeiter, nur eine Handvoll kamen aus Westdeutschland. Der 16-köpfige Verwaltungsrat war paritätisch mit Wirtschaftsvertretern der Bundesrepublik und der DDR besetzt, sowie mit zwei Volkskammerabgeordneten. Ein Rumpfvorstand, bestehend aus einem West- und zwei Ostdeutschen, wurde erst am 15. Juli eingesetzt. Am Tag der Einheit, also dem 3. Oktober 1990, waren von den 379 Treuhandmitarbeitern gerade mal 16 Westdeutsche, ja, überwiegend auf Vorstands- und Direktoratsebene. Die ostdeutschen Mitarbeiter jener Zeit waren vor allem SED-Genossen aus den sich auflösenden DDR-Industrieministerien und Bezirksverwaltungen sowie aus der ehemaligen staatlichen Plankommission. Und von den zeitweise bis zu 4.000 Mitarbeitern, Höchststand im Juni 1992, die bis 1994 bei der Treuhand beschäftigt waren, stammten immer zwei Drittel aus der ehemaligen DDR. Und die aus dem Westen kamen, waren entgegen dem, was heute Morgen wieder so als Klischee in den Raum gestellt wurde, eben nicht nur junge Menschen, die frisch von der Universität kamen, sondern es waren auch Altgediente, die am Ende ihrer Berufslaufbahn sich sozusagen aus patriotischem Interesse in den Dienst der Treuhand gestellt haben. Was fehlte, war ein Mittelbau, war das Mittelalter. Und deswegen ist es auch völlig verkehrt, dass es diejenigen seien, die also im Westen keine Karriere mehr gemacht hätten. Denn das waren ja eigentlich die, die mitten in der Karriere standen. Also entweder waren es in der Tat Junge, die erste Chancen ergriffen, oder es waren die Älteren. In der öffentlichen Debatte wird behauptet, die Treuhandanstalt habe produktive Unternehmen übereilt geschlossen, statt sie zu retten. Fakt ist jedoch, im ersten halben Jahr ihres Bestehens, also vom Juli bis Dezember 1990, hat die Treuhand nur ganz wenige Betriebe liquidiert. Die erste Stilllegung betraf im Oktober 1990 das Dresdner Kamerawerk Pentacon, das zuletzt täglich einen Verlust von 500.000 D-Mark machte. Vielmehr versuchte die Treuhand, möglichst viele der rund 8.500 ihr unterstellten Betriebe zu erhalten. Allein im Juli 1990 wurden deshalb
an 7.655 Unternehmen, war fast der komplette Bestand, 10,3 Milliarden D-Mark an Liquiditätskrediten ausgereicht, vor allem damit die Betriebe die zum Kurs 1:1 von Ost- auf Westmark umgestellten Löhne überhaupt bezahlen konnten. Auch die Gesamtbilanz der Treuhand widerlegt die Legende vom Plattmachen funktionierender ostdeutscher Betriebe. Durch Teilungen waren aus den ursprünglich 8.500 mehr als 12.000 geworden. Davon wurden 3.718 abgewickelt, das sind, es wurde schon mal erwähnt, rund 30%. Selbst der letzte SED-Ministerpräsident Hans Modrow hatte im März 1990 27% der Betriebe als konkursreif eingestuft. Die Stilllegungsquote der Treuhand lag also im Rahmen des Erwartbaren. Bei der Privatisierung, so wird immer wieder behauptet, seien Ostdeutsche zu kurz gekommen und Westdeutsche bevorzugt worden. Angeblich seien 80% der Betriebe an westdeutsche Investoren gegangen, 15% an ausländische und nur 5% an Ostdeutsche. Falsch ist, dass es sich dabei um die Zahl der Betriebe gehandelt habe, eine offenbar bewusste Irreführung der Öffentlichkeit. Denn die Prozentangaben beziehen sich auf die Anteile am erzielten Gesamtverkaufsertrag der Treuhand. Die Wahrheit sieht so aus. Von mehr als 12.000 Betrieben wurden gut 6.500 privatisiert, davon fast die Hälfte, rund 3.000, als Management-Buyout, zumeist an leitende Mitarbeiter verkauft. Das waren ja ganz überwiegend Ostdeutsche. Fast 1.600 Betriebe wurden ihren früheren, vom SED-Regime enteigneten Eigentümern zurückgegeben, also ebenfalls Ostdeutschen. 310 Betriebe gingen an kommunale, mithin ostdeutsche Träger. In diesen Zahlen nicht berücksichtigt sind die fast 25.000 kleinen Privatisierungen von Geschäften, Kinos, Apotheken, Restaurants, Hotels, die fast durchweg von Ostdeutschen übernommen wurden. Es liegt auf der Hand, dass große Unternehmen nur von westlichen Investoren erworben werden konnten, die über das erforderliche Kapital verfügten. Eine im September 2020 veröffentlichte Studie des Münchner IFO-Instituts korrigiert die kursierenden Zahlen über die Verteilung der verkauften Betriebe. Ich zitiere: Nach Abschluss der Hauptaktivitäten der Treuhandanstalt im Jahr 1995 finden sich rund 51% der Firmen, 64% der Umsätze und 68% der Arbeitsplätze in mehrheitlich westdeutscher Hand. Ende des Zitats. An diesen Relationen lässt sich ablesen, dass größere und produktivere Betriebe eher von westdeutschen Käufern übernommen wurden. Aber 43% gingen an ostdeutsche Eigentümer und 6% an ausländische Investoren. In den 1990er Jahren haben viele ehemalige DDR-Bürger ihre Arbeitsplätze verloren. Meist wird die Zahl 3 Millionen genannt. Manche Politiker behaupten sogar, dass 80% der ostdeutschen Werktätigen zumindest zeitweise arbeitslos geworden seien oder ihren Job hätten wechseln müssen. Im öffentlichen Diskurs werden die ostdeutschen Arbeitslosen stets pauschal der Treuhand angelastet. Zunächst ist festzuhalten, dass nach Analysen von Arbeitsmarktforschern und, ich betone, ostdeutschen Sozialwissenschaftlern, mindestens ein Viertel bis ein Drittel der an der Jahreswende 89-90 in der DDR Beschäftigten auch in den folgenden 5 Jahren immer ihre angestammten Arbeitsplätze behalten haben. 60% blieben in den Berufen tätig, die sie vorher ausgeübt hatten. Von 80% Arbeitslosen und Berufswechslern kann also keine Rede sein. Diese Statistiken, die ich gerade zitiert habe, unterscheiden nun nicht zwischen Beschäftigten von Treuhandbetrieben und anderen Arbeitnehmern. Interessant ist daher, die Situation in den Treuhandunternehmen gesondert zu betrachten. Am Jahreswechsel 1989-90 gab es in der DDR insgesamt rund 9 Millionen Beschäftigte. Davon waren in den volkseigenen Betrieben, die später der Treuhand unterstellt wurden, rund 4 Millionen beschäftigt. Als die Treuhand nach dem Treuhandgesetz der Regierung de Maizière am 1. Juli 1990 ihre Tätigkeit aufnahmen, waren in ihren Betrieben noch rund 3,5 Millionen beschäftigt. Das bedeutet, dass im ersten Halbjahr 1990, als es noch gar keine Treuhand gab, beziehungsweise nur die unter der Motorregierung im März gegründete,
die aber die VEB lediglich in Kapitalgesellschaften umwandelte, bereits rund eine halbe Million Beschäftigte aus diesen Betrieben ausgeschieden waren. Man kann davon ausgehen, die Zahl wurde auch schon genannt, dass etwa 140.000 arbeitslos geworden sind, von ihren ostdeutschen Betriebsleitern entlassen, weil diese wussten, dass ihre Unternehmen mit der bisherigen personellen Überbesetzung in der Marktwirtschaft nicht würden überleben können. Der Rest, vielleicht 250.000, war in dieser Zeit bereits als Pendler oder auf Dauer in den Westen gewechselt. Die Arbeitsproduktivität, also die Arbeitsleistung je Arbeitnehmer, betrug in der DDR nur etwa ein Drittel des Westniveaus. Dies war einerseits den maroden Fabrikanlagen und veralteten Maschinenparks geschuldet, die höheren Personaleinsatz erforderten. Andererseits lag es an dem in der DDR-Verfassung verankerten Recht auf Arbeit, das zwar formale Vollbeschäftigung garantierte, aber zugleich auch jedem Ungelernten oder Minderqualifizierten irgendeine Art von Beschäftigung sicherte. Von den rund 3,5 Millionen Beschäftigten in den Treuhandbetrieben am 1. Juli 1990 hatten nach dem Ende der Treuhandtätigkeit rund 1,5 Millionen Arbeitsverträge mit den privatisierten Nachfolgeunternehmen. Die Differenz von 2 Millionen schlüsselte sich folgendermaßen auf. Knapp eine halbe Million war in Arbeitsförderungs- und Qualifizierungsmaßnahmen gewechselt. Knapp eine Million war in Rente oder in den Vorruhestand gegangen oder hatte selbst gekündigt. Knapp 600.000 wurden arbeitslos. Um nicht missverstanden zu werden, Arbeitslosigkeit ist in jedem einzelnen Fall ein persönlich tragisches, beklagenswertes Schicksal. Umso mehr, als mit dem Arbeitsplatz auch die gesamte in der DDR übliche soziale Einbindung in die betrieblichen Einrichtungen verloren ging. Wir haben auch das heute Morgen schon mal besprochen. Aber es gab eindeutig weniger Arbeitslose in den Treuhandbetrieben, als heute behauptet wird. Unterschlagen wird, dass andere Bereiche des ostdeutschen Arbeitsmarktes viel stärker von Arbeitslosigkeit betroffen waren. Zum Beispiel wurde etwa die Hälfte der 2,3 Millionen Beschäftigten im öffentlichen Dienst, teils auch aus politischen Gründen, freigesetzt. Maßgebliche Ursache war auch hier, dass in der DDR gemessen an der Einwohnerzahl doppelt so viele Mitarbeiter im öffentlichen Dienst tätig waren wie in der Bundesrepublik. Auch die 260.000 Personen umfassende Belegschaft der DDR-Reichsbahn wurde halbiert. Und besonders drastisch fielen die Arbeitsplatzverluste in den landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften aus, die nicht der Treuhand unterstellt, sondern in die Eigenregie ihrer Mitglieder übergeben wurden. In der DDR waren damals 10% der Arbeitnehmer in der Landwirtschaft tätig, gegenüber nur 4% in der Bundesrepublik. Die Konsequenz war, dass von den mehr als 800.000 LPG-Mitarbeitern rund 750.000 arbeitslos wurden, also allein hier mehr als in den Treuhandbetrieben. Dennoch prägen Horrorgeschichten über die Treuhand die öffentliche Debatte und diverse Medien wärmen sie immer wieder auf. Vor allem das Fernsehen des Mitteldeutschen Rundfunks tut sich häufig mit Fake News hervor. Und ich will hier zwei aktuelle Beispiele nennen. So wurde im Sommer 2020 als Sensation verkauft, das Vermögen der DDR-Betriebe sei mehr wert gewesen als bisher angenommen. Die Autoren berufen sich auf ein jetzt entdecktes Schriftstück der Treuhandanstalt vom 25. Juni 1990. Allein schon dieses Datum hätte stutzig machen müssen, denn es war die alte Motro-Treuhand, die sich die Bilanz zum Jahresende 1989 schönrechnete, was aber in der Sendung verschwiegen wird. Die Treuhand habe die florierende Interhotel-Kette zerschlagen, behauptete ein anderer MDR-Beitrag, der sich allein auf Aussagen eines ehemaligen SED-Staatssekretärs und eines einstigen DDR-Hotelsdirektors stützte. In Wahrheit versuchten alte SED-Seilschaften, die Hotels auf eigene Rechnung an der Treuhand vorbei in eine gemeinsame Betreibergesellschaft mit der westdeutschen Steigenberger Gruppe einzubringen. Die erforderlichen Investitionen, um die Hotels auf Westniveau zu bringen, sollten allein von der Interhotel AG geleistet werden, was die Häuser unverkäuflich gemacht hätte. Der Treuhand gelang es vor Gericht, den sittenwidrigen Vertrag zu kippen und die Interhotels für 2,5 Milliarden Mark zu veräußern. Besonders intensiv beschäftigt sich das MDR-Fernsehen wie andere Medien auch mit der Stilllegung des thüringischen Kalibergwerks Bischofferode, das durch einen Hungerstreik von Bergleuten im Sommer 1993 überregionale Aufmerksamkeit erlangte. Ein
erstmals 2018 ausgestrahlte und seither mehrfach wiederholte Film setzt auf Ressentiments statt Fakten. Zu Wort kommen, so heißt es in einer Senderinformation, die Hungerstreikenden selbst, Bergleute und Arbeiterinnen, dazu Politiker wie Gregor Gysi, Bodo Ramelow und Rita Süssmuth, aber auch Manager, die Einblick in die Verhandlungen hatten, und der damalige Investor, der letztlich daran gehindert wurde, die Grube zu übernehmen. Soweit Zitat MDR. Die interviewten Politiker sind freilich ausnahmslos solche, die sich mit den Bergleuten solidarisiert hatten. Die befragten Manager wurden durch Moderation und Kameraeinstellung verächtlich dargestellt und der angeblich so hoffnungsfrohe Investor-Messias erwies sich als Pleitier. Die Emotionen der Kalibergwerker sind verständlich. Sie erlebten die Schließung ihres Betriebs als bittere Niederlage nach einem heftigen Kampf um ihre Arbeitsplätze. Für sie stellte es sich so dar, als sei ein gut ausgelastetes, profitables Unternehmen zugunsten der westdeutschen Konkurrenz ausgelöscht worden. So wurde es ihnen von den politischen Scharfmachern auch immer wieder eingetrichtert. Aber sie wussten nicht oder wollten nicht wissen, wie die wirtschaftliche Situation der Kaliindustrie wirklich war und welche Anstrengungen die Treuhand zur Erhaltung der Betriebe unternahm. Gerade Bischofferode ist ein Paradebeispiel für ungerechtfertigte Schuldzuweisung. Weltweit gab es eine Überproduktion an Düngemitteln aus Kalisalzen. Die DDR war der drittgrößte Kaliexporteur der Welt. Dank hoher staatlicher Subventionen konnte die DDR das Kali auf dem Weltmarkt zu Dumpingpreisen anbieten. Den DDR-Planwirtschaftlern waren die Herstellungskosten egal, wenn nur Devisen in die Staatskasse kamen. Die Herstellungskosten waren um ein Vielfaches höher als der Erlös. Die westdeutsche Kaliindustrie war dadurch einem besonderen Preisdruck auf dem Weltmarkt ausgesetzt und drosselte ihre Produktion. Zwischen 1955 und 1990 wurden in der Bundesrepublik 10 von 18 Werken geschlossen und die Zahl der Mitarbeiter von 21.000 auf 7.600 reduziert. In der DDR wurden nur 4 von 14 Werken geschlossen, die Beschäftigtenzahl blieb jedoch mit 24.000 immer gleich. Anfang der 1990er Jahre arbeiteten Kaliwerke im Westen mit einer fünffachen Produktivität gegenüber den Ostwerken. Nach der Währungsunion mussten die Betriebe nicht nur die Löhne in D-Mark bezahlen, zugleich entfielen auch die staatlichen Subventionen. Nun lagen die Herstellungskosten je Tonne in Bischofferode bei 740 D-Mark, während eine Tonne auf dem Weltmarkt für durchschnittlich 134 D-Mark produziert wurde. Angesichts der weltweiten Überproduktion an Kali wäre es am einfachsten gewesen, die ostdeutsche Kali-Produktion umgehend einzustellen. Aber die Treuhand suchte weltweit nach Investoren. 47 potenzielle Erwerber wurden schon im Februar 1991 angeschrieben, aber niemand zeigte Interesse, auch die Kali und Salz AG in Kassel nicht. Durch Vermittlung der Gewerkschaft Bergbau und Energie kam es schließlich im Dezember 1992 zu einem Kompromiss. K&S fusionierte mit der aus den ostdeutschen Bergwerken hervorgegangenen mitteldeutschen Kali AG. Auf thüringischer und niedersächsischer Seite wurden je 2 Gruben geschlossen. Stellen fielen nahezu paritätisch im Westen und im Osten weg. Bischofferode wurde schließlich zugunsten des sachsen-anhaltischen Standorts Zielitz aufgegeben. Die SPD-Politikerin Petra Köpping bemüht für ihre These, ostdeutsche Betriebe seien zugunsten westdeutscher Konkurrenz plattgemacht worden, vor allem das Elektrokeramikwerk Margaretenhütte in Großdubrau bei Bautzen. In ihrem Buch behauptet sie, die mit modernen Maschinen aus der Schweiz ausgestattete Fabrik sei von der Treuhand für völlig veraltet und marode erklärt worden. Nachts seien die wichtigsten Betriebsunterlagen und Porzellanrezepturen sowie die letzten Mitarbeiterlöhne samt Tresor weggeschleppt und auch die wichtigsten Maschinen ausgebaut worden. Sie könne, schrieb Köpping, nur wie die ganze Belegschaft vermuten, das geschah zugunsten der Konkurrenz, gemeint natürlich der Westdeutschen. Aber nichts davon stimmt. Wie aus den Treuhandakten hervorgeht, bestätigte die Treuhand, dass es sich um die modernste Anlage Europas handelte. Allerdings seien aufgrund des Wegfalls des bisherigen Absatzmarktes für Hochspannungsisolatoren, vor allem in den bisherigen Ostblockstaaten, die Produktionsstätten in Großdubrau überdimensioniert. Der Aufsichtsrat der aus dem Kombinat Keramische Werke Hermsdorf hervorgegangenen Tridelta AG, zu der auch Großdubrau gehörte, beschloss zur Anpassung der Kapazitäten an die Marktbedingungen, die Produktion von Elektroporzellan
auf den Standort Sonneberg in Thüringen zu konzentrieren. Dorthin, nicht in den Westen, wurden die Maschinen aus Groß-Trubau gebracht. Es war also eine rein ostdeutsche Entscheidung von einer ostdeutschen Geschäftsführung im Einvernehmen mit den ostdeutschen Mitarbeitern mit Wissen des Betriebsrats in Groß-Trubau. Die Treuhand hat all den Beschlüssen nicht mitgewirkt. Wenn man Köpping mit den Fakten konfrontiert, und ich habe das getan, beharrt sie auf ihrer Darstellung. Sie habe, Zitat, nur aufgeschrieben, wie tief emotional die Geschichte erlebt wurde. Wahrheit und Wahrnehmung seien eben oft unterschiedlich. So hält sich zäh die Mehr von den bösen Wessis. Schlimmer noch, der Berliner Tagesspiegel übernahm in einem Porträt der Ministerin ungeprüft und teilweise wörtlich im Indikativ deren Erzählungen und trug so zur weiteren Verbreitung der haltlosen Gerüchte bei. Noch ein letztes Beispiel, wie die Treuhand diskreditiert wird, dieses sogar in einer Unterhaltungssendung, nämlich in der Fernsehserie Weißensee, die in ihrer vierten Staffel auf das Unwissen der Zuschauer setzt. Zwar handelt es sich natürlich um eine fiktive Erzählung und natürlich gibt es dramaturgische Zwänge, Handlungsstränge zu verdichten. Aber da in diesem Zusammenhang Vorwürfe erhoben werden, die auf die reale Treuhand zielen, sollten wenigstens Fakten und Zeitabläufe stimmen, zumal wenn sich die Produktion auf eine historische Fachberatung leistet, wie es im Abspann heißt. Die Handlung, soweit sie die Treuhand betrifft, spielt, das geht aus den Einblendungen hervor, zwischen März und dem 8. Juli 1990. Es handelt sich also, obwohl etwas anderes suggeriert wird, um die Motrow-Treuhand, in der die ostdeutschen Mitarbeiter noch quasi unter sich waren. Westdeutsche wurden erst später rekrutiert und privatisiert wurde in dieser Zeit kein einziger Betrieb. Dennoch fallen Sprüche wie, ich zitiere, jedes Milchgesicht aus dem Westen, das von irgendeiner westdeutschen Universität kommt und hier auf dicke Hose macht, darf sofort die großen Fälle betreuen und wir Ostdeutschen dürfen dem Mann einen Kaffee machen. So werden durch Geschichtsklitterung auch in einer Unterhaltungssendung die verbreiteten Vorurteile bekräftigt. Muss man noch erwähnen, dass die Serie vom MDR produziert wurde und dass der historische Fachberater Ilko Sascha Kowalczuk hieß? Fazit: Die Treuhandkritiker setzen auf den Wissensmangel des Publikums und sie hatten damit bisher weitgehend die Deutungshoheit gewonnen. Nun aber besteht die Hoffnung, dass sich durch den Zugang zu den Treuhandakten ein objektiveres Bild durchsetzt, das die Fakten gegen die Legenden gewinnen. Vielen Dank. Norbert F. Pötzl, vielen herzlichen Dank. Herr Pötzl, wenn Sie so nett wären, am äußeren Rand Platz zu nehmen. Also vielen Dank für Ihre datenbasierte Wahrnehmung von Wahrheit, mit Ihrer journalistischen Expertise unterfüttert. Wir werden versuchen, der Geschichtsklitterung jetzt weiter auf der Basis dessen, was Sie gesagt haben, entgegenzuwirken. Das tun wir unter anderem mit Christine Köppen. Sie ist Journalistin und war beteiligt an Drehbuch und Regie der zweiteiligen ZDF-Zeitdokumentation Das Erbe der Treuhand 2019. Ein Zweiteiler, über den gleich viel zu sprechen sein wird. Wir sind darüber hinaus schon jetzt verbunden mit Professor Dr. Tilman Meyer, Professor für Politikwissenschaft an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität in Bonn. Und wenn es ganz gut läuft, haben wir auch gleich noch Dirk Labs zugeschaltet. Auch er Autor, Journalist und Filmemacher, der sich sehr intensiv mit der Geschichte der DDR aus vielfältiger Perspektive beschäftigt hat und sagt, die Abwicklung der DDR ist eines der spannendsten und gleichzeitig wenig beleuchtesten Kapitel der jüngsten deutschen Zeitgeschichte. Es gibt jetzt unglaublich viele Möglichkeiten, direkt bei dem anzuknüpfen, was Sie gesagt haben, Herr Pötzl. Wie mir wäre es lieber, wir kommen dahin zurück. Ich überlasse Ihnen jetzt erstmal die Zeit der Verarbeitung und möchte bei Ihnen anfangen. Sie sind 34 Jahre alt. Sie arbeiten bei einer tollen Produktionsfirma mit sehr faktenorientierten Filmemachern, wie ich weiß. Warum haben Sie sich dieses Themas angenommen? Und was waren Ihre wichtigsten Erkenntnisse im dokumentarischen Arbeiten über ein Jahr? Also zum einen, ich bin nicht selber auf das Thema gekommen, sondern es wurde mir angetragen, ob ich da als Autorin und Regisseurin mitwirken möchte mit zwei Kollegen. Und meine erste Reaktion war, ich glaube, keine Begeisterung, weil das Thema, eine Behörde zu porträtieren, ist jetzt nicht das Spektakulärste, was man sich vielleicht als junge Journalistin vorstellen kann. Und dann habe ich mich aber eingearbeitet
Und habe halt gemerkt, wie viele Ebenen es gibt, wie viele Faktoren, wie unterschiedlich es gesehen wird. Und ja, das hat dann im Laufe der Zeit im Prinzip erst diese Spannung entwickelt. Mhm. Und die zweite Frage? Ja, die wichtigsten Erkenntnisse. War die Vielfalt der verschiedenen Haltungen und Einschätzungen, die diametral entgegengesetzt sind, war das eine wichtige Erkenntnis für Sie? Ja, ich glaube, die wichtigste Erkenntnis ist, wie schwer eine Bewertung fällt. Also, was Sie angesprochen haben, es gibt, also auch uns fiel es ganz schwer, fixe Quellen zu finden, auf die wir uns jetzt beziehen, wo wir unsere Zahlen jetzt hernehmen, weil es einfach sehr viele verschiedene Angaben gibt. Das war sicherlich eine Erkenntnis. Eine wichtige, also unser Ansatz für diese Dokumentation war auch, nicht nur in die Vergangenheit zu gucken, sondern zu schauen, welche Folgen hat das denn bis heute für Ostdeutschland und auch Westdeutschland, also Gesamtdeutschland. Einfach wie weit es nachwirkt in den Ostdeutschen und wie wichtig es ist, dass darüber geredet wird. Mhm. Zu Ihren Einschätzungen in der Tiefe kommen wir auch noch zurück und den Langfristwirkungen. Herr Labs, vielleicht nochmal die journalistische und dokumentarische Perspektive. Haben Sie dem Vortrag von Herrn Pötzl zugehört oder sind Sie später dazugekommen? Ich weiß nicht, ob wir Sie jetzt auch tonlich verstehen. Fantastisch. Wo würden Sie ihm beipflichten? Und wo würden Sie sagen, ich habe da eine eigene Wahrnehmung bekommen durch meine intensive Arbeit? Ja, also generell würde ich ihm beipflichten, wenn es darum geht, dass die Treuhand eben zu einseitig in den Mittelpunkt gerückt wird und dass diese Kritik dann überzogen wird. Wo ich ihm nicht beipflichten würde, sind also diverse Sachen. Also das kann jetzt nicht im Umkehrschluss dazu führen, dass man jetzt die Institutionen und alle Mitarbeiter jetzt komplett sozusagen von der Kritik freispricht, so wie das so ein bisschen sich so anfühlt. Und was ich ein bisschen vermisse an der Darstellung ist ja, also ich zum Beispiel habe ja mit vielen Treuhändern gesprochen, also mit Insidern. Und meine schönste Anekdote zu dem Thema ist, dass also mir irgendwann auffiel, dass mein Buch, das war damals von Random House verlegt, sich jemand im Vertrieb sehr reingehängt hat. Das hatte mich gewundert, weil ich war damals noch, es war mein zweites Buch nach langer Zeit, und es stellte sich heraus, dass der Vertriebsleiter bei der Treuhand war. Und der ging dann irgendwann zu meiner Lektorin rein, machte die Tür zu und sagte zu ihr, eins musst du wissen, wenn überhaupt, war es viel schlimmer, als es im Buch steht. Ja, also das ist ein Insider, der da gearbeitet hat. Und ich habe mit sehr vielen Treuhändern gesprochen, die das, was wir jetzt eben gehört haben, dass es sozusagen, ich sage jetzt mal vereinfacht, überhaupt keine Kritik gibt, so nicht sozusagen nicht im Raum stehen lassen würden. Ich denke, was mich so ein bisschen bedrückt, dass ich 2012, als ich das Buch damals wirklich auf vielen Lesungen, vor allem in Ostdeutschland, vorgestellt habe, vor wirklich vielen Menschen, teilweise 400-500 Menschen, bin ich auf ein Publikum getroffen, was sehr differenziert informiert werden wollte. Da war nicht die Meinung, dass vorrangig, dass die Leute, die gedacht hätten, also Ostdeutsche, dass ihre Betriebe ganz toll gewesen seien und dass das alles Gold gewesen wäre, ganz im Gegenteil. Sondern man wusste um die Rolle der Funktionäre, man wusste, wie marode die Betriebe waren, man wusste das sehr genau. Man wollte nur ein bisschen differenziert informiert werden, was ist genau vorgefallen. Ich habe wirklich das Gefühl, da wiederum pflichte ich meinen Vorredner bei, durch die mediale Aufarbeitung durch bestimmte Parteien, mir einen wahnsinnigen Rückschritt gemacht haben, was sozusagen das Verständnis der Komplexität anbelangt. Das hängt auch mit dazu, ich habe das eben bei meiner Vorrednerin gehört, also dass man sozusagen, dass es schwer ist, objektive Fakten ranzuziehen. Ich meine, es gab zwei Untersuchungsausschüsse zu diesem Thema. Und wenn man sich die Aussagen, das habe ich gemacht, durchliest, die Aussagen von dem Bundestag und die Akten, die man sich auch von Zeitzeugen besorgen kann, ist es gar nicht so, dass wir uns auf einem völligen Vakuum faktenmäßig bewegt haben. Also das alles passt so ein bisschen auch in die Zeit und es bedrückt mich auch ein bisschen, muss ich sagen. Wir waren sehr, sehr, sehr viel weiter vom Diskurs vor einigen Jahren, muss ich sagen. Und so sehr die Kritik auch berechtigt ist, finde ich dann auch ein bisschen merkwürdig, wenn man nochmal betonen muss, dass ein Sozialwissenschaftler Ostdeutscher ist. Da müssen wir wirklich weiter sein. Also was hat das damit zu tun, woher ein Wissenschaftler kommt? Mhm. Vielen herzlichen Dank. Möchten Sie direkt dazu noch, Herr Pötzl, und dann Herr Dr. Meyer? Ja, also wir hatten natürlich eine unterschiedliche Herangehensweise und die Bücher sind zu unterschiedlichen Zeiten entstanden. Das merkt man Ihnen natürlich an. Also Ihres ist, glaube ich, 5 Jahre vor meinem erschienen und setzt eben sehr stark auf Interviews, was ich
weniger gemacht habe. Ich stütze mich auf die jetzt zugänglichen Treuhandakten. Und davon hatten Sie eben damals gerade auch die Protokolle von den Sitzungen des Verwaltungsrats und des Vorstands noch nicht, wo man eben Zusammenhänge erkennen kann. Aber darum geht es mir gar nicht. Wir sind heute in einer anderen Diskussion. Ja, Entschuldigung, Herr Pötzl, wenn Sie, es wird ja das Wort Fake News, da bin ich wirklich allergisch. Ich habe jede Menge Akten gehabt. Ich habe die ganzen 9 Akten gehabt, zur Verfügung gestellt von Kollegen. Also insofern, das ist zu verkürzt. Also ich lasse das jetzt nicht reduzieren darauf, das hatte ich schon mal mit einem anderen Kollegen, dass das jetzt hier alles Oral History ist. Ja, es gibt sehr, sehr viele Akten. Ich habe das auch mein Job, mir die zu besorgen. Und ich muss nicht immer darauf warten, dass irgendein Archiv sich öffnet, sondern ich habe, das ist ja mein Job. Nein, aber ich weise mir darauf hin. Ja, deswegen sage ich nicht. Also das ist jetzt nicht so. Und man muss auch ganz klar sagen, es gibt hervorragende Literatur in der Forschung, zu der Frühphase zum Beispiel der Treuhand. Die ich auch von Akademikern aus den 90ern. Die habe ich natürlich auch gelesen. Und das da, also, was mich so ein bisschen stört, ist, wenn man jetzt so tut, das hat natürlich, das natürlich auch ein die Unterzeile, das bereue ich sehr. Meines Buches heißt ja auch die wahre Geschichte der Treuhand. Das ist mir auch extrem in die Ohren geflogen, wie das manchmal so ist, wenn man eine Entscheidung trifft oder was abnickt. Aber es gab ja vorher sehr, sehr, sehr gute Forschung. Und das darf man jetzt nicht so tun, als wenn man jetzt erst angefangen hätte, die Treuhand zu erforschen. Ja, aber man kann bestimmte Zusammenhänge nur aus den Protokollen beispielsweise, die sind wirklich eine wertvolle Quelle, die sie damals noch nicht haben konnten, weil ja die Treuhand... Entschuldigung, natürlich hatte ich Protokolle auch raus. Ich meine, es haben ja Leute da massenhaft Akten rausgetragen. Ich würde gerne bei dem einen anknüpfen, was Sie, Dirk Labs, gerade gesagt haben, sozusagen der Rückschritt in der Wahrnehmung. Und ich würde die Frage gerne an Professor Meyer adressieren. Würden Sie dem beipflichten, zu sagen, wir gehen eigentlich in der differenzierten Wahrnehmung des Tuns der Treuhand zurück im Moment? Ich weiß nicht, ob Sie noch da sind, Professor Dr. Meyer. Ich sehe Sie gerade nicht im Bild. Deswegen. Ja, wunderbar. Sehen Sie das auch so, dass sich in der öffentlichen Wahrnehmung und der Bewertung der Treuhandanstalt in den vergangenen Jahren was tut? Professor Hoffmann schüttelt den Kopf in der ersten Reihe. Wie sehen Sie das? Also ich glaube, je länger man davon entfernt ist, die Sache zu betonen, was gewesen ist, desto schwieriger wird die Beurteilung, habe ich den Eindruck. Wir haben das ja vorhin bei Herrn Pötzl gesehen, bei der Befragung Ostdeutscher, Westdeutscher, was da passieren kann, was da für Legenden entstehen. Ich finde, nach wie vor haben wir es mit einer gewissen Toxifizierung des Wiedervereinigungsprozesses zu tun, indem man die Treuhand als Blitzableiter nimmt, um darauf hinzuweisen, dass einiges schiefgegangen ist. Objektiv muss man ja sagen, wir haben Anfang der 90er Jahre alle noch das, also soweit wir das damals miterlebt haben, noch in Erinnerung, dass von den blühenden Landschaften die Rede war. Und dann ist jetzt natürlich, wenn wir die Äußerung von jetzt nehmen, kann man sagen, es ist viel blühender Unsinn entstanden über diese Epoche. Natürlich ist klar, dass wir es mit einer vehementen Deindustrialisierung zu tun haben, dass die Arbeitslosigkeit entsprechend hochgegangen ist. Das sind alles Phänomene, die mit den Erwartungen der damaligen Zeit ja nicht in Verbindung zu bringen sind. Damals hatte man gedacht, wie in Westdeutschland könnte man eine Art Wirtschaftswunder in den neuen Bundesländern generieren. Und zunächst mal ist das Gegenteil eingetreten. Und man hat es dann diese Auseinandersetzung auf die Treuhand bezogen. Man hat hier sozusagen einen Übeltäter und einen bösartigen Akteur identifizieren wollen. Natürlich Ihre Frage, inwiefern die Aufarbeitung jetzt sich geändert hat, dadurch, dass natürlich mehr Literatur erscheint, wird die Aufklärung besser. Aber die Legende von der Übernahme ist ja ganz neueren Datums. Ich bedauere ja sehr den von mir sehr geschätzten Autor Kowalczuk, dass er sich auf diese Formel hat verstehen wollen, die ja doch eben eine böse Tat zum Ausdruck bringt, die irgendwie fast zu faszinieren scheint. Das heißt, hier wird ein Krimi erzeugt in einem Land, das ohnehin sehr krimisüchtig ist. Und das findet entsprechende Resonanz. Das ist sehr bedauerlich. Insofern geht es also einerseits um diese wissenschaftliche Literatur, die in sich problematisch ist. Zu Frau Göpping braucht man nicht viel zu sagen. Das ist ja schon auch von Richard Schröder vielfach getan worden. Das heißt also zusammenfassend kann man sagen, die Wahrnehmung ist mit dem Abstand aus meiner Sicht nicht besser geworden, sondern wir haben es durchaus mit einer
fortdauernden Auseinandersetzung mit diesem Produkt der Wiedervereinigung zu tun, was kein rühmliches ist, aber eben im Detail durchaus eine interessante Arbeit verrichtet hat. Mhm. Danke, Herr Professor Mayer. Ich möchte Sie noch mal einladen und aktivieren, gerne Ihre Fragen, Kommentare, widersprüchlichen Anmutungen, was auch immer, mit uns zu teilen. Das können Sie tun auf treuhand@deutsche-gesellschaft-ev.de oder auch im Chat, wenn das in Ihrer Ansichtsform möglich ist, über Facebook oder auf den anderen Kanälen. Apropos Legende und Wahrnehmung, ich möchte Sie noch mal fragen, Christian Köppen. Beim Dokumentarfilm ist es ja immer so, man arbeitet über ein Jahr oder länger und am Schluss sind kurze Schnipsel von O-Tönen, von tagelangen Interviews gegebenenfalls im Film zu sehen. Ich habe den Teil 1 mir angeguckt. Sie, aus meiner Perspektive bemühen Sie sich um eine sehr differenzierte Darstellung. Wie ist denn die Reaktion der Betroffenen gewesen, die Sie wiederum in Verantwortung oder auf der Seite der Menschen, die Arbeitsplätze verloren haben oder so, in Ihren zwei Dokumentarteilen gespiegelt haben? Wie waren die Reaktionen, die Personen, als Sie sich selber, so wie Sie die Geschichte zusammengefasst haben, gesehen haben? Was haben Sie für Reaktionen zurückbekommen? Es haben nicht alle, also wir haben insgesamt, ich habe nochmal nachgezählt, eben über 40 Personen interviewt für diese zwei Teile, 2x45 Minuten, darunter ehemalige Treuhandmitarbeiter, Politiker, Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen und natürlich Betroffene in den Betrieben. Und die Rückmeldungen waren gemischt. Es gab sowohl auf der Seite der TreuhandmitarbeiterInnen welche, die das ganz wunderbar fanden, diese Darstellung. Es gab welche, die sehr erbost waren darüber, wie die Treuhand dargestellt wurde. Und genauso auch bei den Betroffenen in den Betrieben. Ich habe eine sehr erboste SMS von einem unserer Interviewpartner direkt nach der Ausstrahlung erhalten, der das Gefühl hatte, seine Meinung wurde nicht genügend dargestellt, was aber auch immer einfach diese Herausforderung oder das Problem dieses Formats ist, wenn ich jemanden eine Stunde interviewe, möglicherweise enden am Ende nur 30 Sekunden im Film. Das ist einfach Teil dieses Formats. Mhm. Also es war sehr gemischt, auch was das ZDF uns zurückgespiegelt hat, was dort für Reaktionen kam. Es waren Kommentare wie sehr gute Darstellung und es waren aber auch nochmal ganz kritische, die Treuhand auseinandernehmende Kommentare. Mhm. Ich möchte jetzt ganz kurz noch mal zu den Akten zurückkommen, die jetzt mehrfach schon zitiert worden sind. Ursprünglich war ja damit zu rechnen, dass die Akten bis zu 30 Jahre nicht einsehbar sind. Jetzt 2017, soweit ich richtig informiert bin, haben Wolfgang Schäuble und der vielbeschworene Richard Schröder jetzt dafür gesorgt, dass diese Akten einsehbar sind. Jenseits dessen, was Sie schon gesagt haben, Herr Pötzl, was erhoffen Sie sich noch von der Akteneinsicht im Sinne der Wahrnehmungskultivierung der Treuhand rückwirkend? Ja, das, was ich sozusagen am Schluss gesagt habe, ich erhoffe mir ein differenzierteres Bild, ein objektiveres Bild und dass allmählich sich eben die Fakten, die sich aus den Akten, aus der Aktenlage ergeben, auch gegen die Legendenbildungen durchsetzen, auf Dauer. Hm. Denn wenn wir so weitermachen, uns immer nur die Erzählungen anzuhören und ich betone immer wieder, natürlich Betroffene, die ein schweres Schicksal hatten, das muss man ernst nehmen, was sie sagen, aber es ist eben nicht die historische Wahrheit. Und das muss man nebeneinander stellen. Und da muss ich auch sagen, weil Sie nach Rückmeldungen an Frau Köppen gefragt haben, ich habe mich nicht rückgemeldet, aber ich darf hier die Gelegenheit wahrnehmen. Ich fand, es war der erste Fernsehbeitrag, der sich wirklich bemüht hat, ein differenziertes und objektives Bild der Treuhand zu zeichnen. Ich würde die Frage jetzt gerne wir haben noch mehr Zugeschaltete, wie ich gerade sehe. Ich würde die Frage aber an Dirk Labs auch gerne noch mal zurückgeben. Und zwar in die Zukunft geguckt, aus der Auseinandersetzung. Was erhoffen Sie sich aus der Auseinandersetzung von Journalistinnen, Dokumentaristinnen etc., wie wir in Richtung eines komplexeren Bildes kommen können? Wie schaffen wir es, das rückzubinden an Menschen, die ja, unter Umständen auch durch ihre Emotionen etc. sich geneigt fühlen, an den Rändern zu wählen etc. Wie kann diese Transformation stattfinden und welche Rolle spielt dabei Information? Naja, also ich sitze da wieder im wahrsten Sinne des Wortes zwischen den Stühlen Ihrer Teilnehmer auf dem Podium. Das Problem, was ich hatte bei dem Zweiteil im ZDF, und ich hoffe, ich zitiere das nicht falsch, war, dass unmittelbar vor dem Titel sogar der ersten Folge wieder diese Behauptung aufgestellt worden ist, die Volkswirtschaft in der DDR sei 860 Milliarden Westmark wert gewesen. Und so eine grundlegende Sachen dürfen nicht mehr passieren.
Das war ich wirklich auch, weil das ja nicht stimmt. Ich habe ja mit demjenigen auch ein Interview geführt, ein ehemaliges ZK-Mitglied, der sich diese Zahl ausgedacht hat. Das muss man unterstreichen, da bin ich voll bei Herrn Pötzel. Eine ausgedachte Zahl, völlig auf der Luft gegriffen. Also dass wir wirklich, also wir müssen ja klar sein, es wird sehr, sehr schwierig werden, so einen vergifteten Diskurs, das erleben wir ja auch auf ganz vielen anderen Feldern wieder außerhalb der wissenschaftlichen Bubble, auf die richtigen Schienen wieder zu bekommen. Und das wird ein sehr langwieriger Prozess werden. Man muss versuchen, dass die Basics stimmen. Man muss wohl über übel auch auf die Leute zugehen. Man kann also nicht jetzt sagen, ihr habt alle Unrecht und ihr versteht das alle falsch. Das wird dann eher dann nicht klappen, glaube ich. Sondern man muss sozusagen dann schon auch bis zum gewissen Punkt bestimmte Fragen und Bedenken ernst nehmen, aber lange nicht alle. Also da bin ich auch einer Meinung. Ich finde übrigens sehr spannend, ich habe jetzt für einen anderen Film fürs ZDF auch zurückgreifen dürfen auf die Ergebnisse von Herrn Hoffmann und seines Teams, die ja eben die Akten auswerten. Wenn wir sagen, die Akten, reden wir ja nicht nur von den Treuhandakten, sondern auch von den Akten des Bundesministeriums der Finanzen und so weiter. Es gibt ja viele Komplementärakten. Das können eigentlich auch nur Akademiker sozusagen leisten. Und dann ist natürlich die Aufgabe vom Journalismus, dass die Ergebnisse von Menschen wie Professor Hoffmann dann auch in den sogenannten Mainstream gespiegelt werden. Mhm. Und man sich nicht sozusagen, da bin ich dann auch ein großer Fan davon, dass man sich die Arbeit dann auch zu eigen macht und die weiter transportiert. Und das wird sicherlich, weil sie differenzierter ist, ein sehr langer Weg sein, weil natürlich die Medien immer das Zugespitze wollen, den Konflikt, ne? Und vor allem das Problem, man will das Klischee bedienen. Mhm. Nichts ist ja schwerer, wie man weiß, wenn man Fernsehen macht, gegen das Klischee vorzugehen, weil man hat es ja dann mit Rezipienten auf allen Ebenen zu tun, die ein Bild schon im Kopf haben. Aber ob das mit Polemik funktioniert und mit wiederum einseitiger Darstellung, da bin ich eher skeptisch. Und ich würde einfach versuchen, dass man es, das wird ein langer Weg. Deswegen sagte ich ja, ich würde auch per se jetzt, finde ich es auch wichtig, dass man mit Menschen, was ich sehr, sehr oft mache, vor Ort spricht und das ernst nimmt, was man da hört. Mhm. Und da höre ich eben, also da kann ich auch nicht, ich habe da nie, also ganz selten in der Naive, bin ich konfrontiert worden mit der naiven Haltung, dass die Leute gedacht haben, die blühenden Landschaften kommen. Mhm. Die wussten ja auch, wie schwer das wird. Ich habe zwei Fragen. Also das ist auch so ein Punkt. Mhm. Woher kommt das? Mhm. Also dass man immer gleich mal Ostdeutsche für per se naiv hält. Ich habe zwei Fragen. Sie haben vorhin den Begriff der Oral History erwähnt. Ich würde das nachher gleich nochmal an Sie zurückspielen, Frau Köppen. Wie wichtig es ist, dass wir Raum für Einzelgeschichten haben, dass auch die emotionale, soziale Seite, die Komponente, die wir heute Morgen schon angesprochen haben, Raum bekommt und allgemein gehört wird. Aber meine erste Frage geht jetzt an Professor Meyer. Ich würde von Ihnen gern, wie würden Sie denn, weil das hatten wir ja eben im Vortrag von Herrn Pötzl schon, was ist das Erbe der Treuhand und ihrer Arbeit und was dezidiert auch nicht? Nicht akustisch verstanden. Und was? Also, was beschreiben Sie als das Erbe der Treuhand? Also was ist als Erbe der Treuhand zu bezeichnen? Was gehört dorthin? Und was ist, wie Sie haben vorhin gesagt, Geschichtsklitterung? Was ist es auch nicht? Was ist nicht auf den Schultern oder im Bereich der Schuld der Treuhand anzusiedeln? Wo sehen Sie das Erbe der Treuhandanstalt? Ja und wo nicht? Das Erbe der Treuhandanstalt liegt darin, in dem, was eben an Negativem sozusagen erzeugt wurde, was denn doch die Arbeitslosigkeit angeht und die Auflösung von Betrieben, die Nichtübernahme und so weiter. All das, was real wirklich geschehen ist, ist auch das Erbe dieser Treuhand. Und insofern war der Hinweis vorhin differenzierender Art von Herrn Pötzl, dass sehr viel in der Aufbereitung oder Nachbereitung der DDR-Wirtschaft in den neuen Bundesländern, was da alles passiert ist und verkraftet werden musste, diese Trennung von den beiden Räumen, die es gegeben hat, die aber natürlich im Rückblick ein Raum werden, diese Differenzierung zu leisten, das geschieht in der Wahrnehmung, es liegt einfach, das auseinanderzuhalten. Und in der Legendenbildung nach den verschiedenen Jahrzehnten jetzt vermischt sich das. Und das ist natürlich das Problem für die Ränder, die Sie vorhin angesprochen haben, dass man hier skandalisieren möchte. Und dann kommt es auf diese Differenzierung, die Sie gerade erfragen, eigentlich gar nicht an. Mhm. Mhm. Danke Ihnen, Professor Meyer. Frau Köppen, die Rolle der Betroffenen stärker in den Fokus zu nehmen und ihnen Raum zu geben.
Welche Bedeutung hat das? Ja, was glauben Sie, wie wichtig das ist, um nicht nur der Legendenbildung entgegenzuwirken, sondern um auch diese emotionale Schieflage, sozusagen, was wir ja hier besprechen, ist die Emotionalisierung rückwärtig von Entscheidungen, Politik etc., wo Herr Pötzl zu bestimmten Einschätzungen gekommen ist. Glauben Sie, das ist sehr wichtig und auch hilfreich in Bezug auf die Zukunft, diesen Geschichten mehr Raum zu geben? Ist das Mikrofon noch an? Jetzt, glaube ich. Ja. Okay. Ja. Also ich hatte so ein, zwei einschneidende Erlebnisse, wo ich saß in einem Restaurant im Prenzlauer Berg und habe einer Freundin von dieser Doku erzählt, die ich jetzt mache, und dann lehnte sich eine Frau vom Nebentisch rüber und mischte sich ein und sagte, ja, die Treuhand, die haben ja damals alles kaputt gemacht, und ich war so, wer sind Sie denn? Aber es war so ein Moment, wo ich gemerkt habe, okay, es gibt hier ganz viele Emotionen noch, die noch ganz präsent sind und die anscheinend auch raus wollen und die sich nicht gehört gefühlt haben. Und ja, deshalb finde ich das schon wichtig, mit den Menschen, die damals betroffen waren, zu sprechen und es aber auch gleichzeitig einzuordnen. Also darum haben wir uns ja auch bemüht, was eben auch angesprochen wurde, zu erklären, welche Verantwortung trägt die Treuhand und wo war sie überhaupt nicht dran beteiligt? Also wie viel Einfluss hatte die Währungsunion? Wie viel Einfluss hatte es, dass die ostdeutschen Marken nicht mehr interessant waren nach dem Mauerfall? Dass der Markt in Osteuropa weggebrochen ist? Natürlich überhaupt 40 Jahre Planwirtschaft. Also dass natürlich nicht alles auf die Treuhand geschoben werden kann. Also ich glaube, es ist halt ganz wichtig, und das haben wir uns ja bemüht, beide Seiten zu betrachten und auch beide miteinander zu konfrontieren. Herr Pötzl, sehen Sie auf Seiten der Treuhand Verantwortlichen in der mittleren und in der oberen Führungsebene, wäre vielleicht auch an der Stelle mal interessant zu erzählen, wie weit die finanzielle Verfügungsgewalt auch der Einzelnen ging, in welche hunderte Millionen D-Mark-Höhe damals, über Dinge zu entscheiden. Also wenn Sie nachträglich jetzt sagen, wie hoch ist der Verantwortungsgrad, zu sagen, das und das haben wir gemacht, das und das würden wir heute vielleicht anders machen, soweit Sie da noch in Kommunikation mit denselben gekommen. Mit Herrn Rohweder konnten wir es nicht mehr. Birgit Bleuel hat, wie schon erwähnt, 2020 auch ein reflektorisches Interview dazu gegeben. Wir haben die Leute vielleicht nicht so sehr in den Blick genommen. Wie sehen Sie da die Eigenverantwortungswahrnehmung? Ja, also ich hatte ja mit Frau Bleuel auch die Gelegenheit zu sprechen. Und sie hat das Ganze auch sehr selbstkritisch gesehen. Ich meine, das wird jeder vernünftige ehemalige Treuhandmitarbeiter sofort einräumen, dass unter diesem Zeitdruck, unter der gewaltigen Aufgabe, in der man stand, dass da Fehler gemacht worden sind und dass man eben auch in der schnellen Zeit oft nicht das ideale Personal rekrutieren konnte. Das wird ja auch alles eingeräumt. Was, glaube ich, zu wenig beachtet wird, ist ja auch, was in der Breite gemacht wurde. Ich habe es nur vorhin ja so kurz anschneiden können, also die Beteiligung ostdeutscher Mitarbeiter, die spielte sich ja häufig auch in den 15 Niederlassungen ab. Und diese Niederlassungen waren zuständig für Betriebe unter 1.500 Mitarbeitern, also durchaus beträchtliche Betriebe, keine Kleinstbetriebe. Und die Niederlassungsleiter hatten Entscheidungsfreiheit bis, glaube ich, zu 3 Millionen Kaufpreis. Das heißt, da in diesen Bereichen, in den früheren DDR-Bezirken, wo jetzt dann die Treuhandniederlassungen war, da ist sehr viel entschieden worden. Und da ist, glaube ich, auch eine weithin wenig beachtete Arbeit geleistet worden, die man auch erstmal würdigen müsste. Dirk Labs, ich sehe Sie jetzt wieder nicht, aber im Sinne von Eigenverantwortung und Fremdbestimmung, oder sind wir nicht zuständig für gewesen? Wo ist aus Ihrer Meinung nach da noch eine Schärfung der Wahrnehmung nötig? Oder wo müssen wir da was anders identifizieren, als es bisher in der sogenannten Legendenbildung vielleicht zugeordnet wurde? Professor Meyer hat das ja eben auch gesagt, da fiel das Wort Blitzableiter. Und ich glaube, das war auch schon so ein Satz, den hat mir ein hochrangiges Treuhandmitglied auch vor der Kamera gesagt, also Vorstandsmitglied, der sagte, naja, wir sollten der Schutzwall für die Demokratie sein und dahinter sollte sozusagen, hinter uns sollte sich die Demokratie im Osten dann entwickeln. Das war sozusagen der Plan der Bundesregierung, der natürlich gescheitert ist. Und ich glaube, das geht halt unter, wie bewusst, und da gibt es ja auch entsprechend jetzt die Fundstellen im BMF-Archiv, wie bewusst die Bundesregierung, also die Regierung unter Kohl und Finanzminister Weigel eben die Treuhand auch vorgeschoben hat als Sündenbock, als Blitzableiter. Und es geht halt einfach unter, jetzt nicht immer, aber vielleicht zu oft,
ich kenne jetzt auch nicht, es ist auch wirklich, wird ja viel publiziert, ich kenne jetzt nicht alles, aber das geht so oft unter, dass im Endeffekt die Bundesregierung die Verantwortung trug. Und die Treuhand war eine nachgeordnete Behörde. Und Birgit Breuel hat zwar viele Interviews gegeben und hat dann gesagt, was wir entschieden haben, hätte nie jemand anders so entscheiden können. Und immer so diese Legende auch genährt, dass sie irgendwas alleine entschieden hätte. Aber das ist natürlich so nicht so verkürzt nicht so gewesen. Und das geht halt so ein bisschen unter. Und ich glaube, ich habe auch schon, wie gesagt, vor 8 Jahren gesagt, dass ich wirklich das Gefühl habe, das Hauptproblem war auch ein bisschen die Kommunikation. Wie hat man die Entscheidung vermittelt, der Treuhand? Und wie transparent ist man da gewesen? Also zu sagen, wer entscheidet hier warum was? Und das gerade gegenüber einer Bevölkerung, die ja gerade aus einer Diktatur kam, der man eben damals schon teilweise natürlich gar nichts erzählt hat, ohne das jetzt vergleichen zu wollen. Und das ist, glaube ich, so dieses, dass man klar macht, wer hat die politische Verantwortung getragen. Und ich fand das bei Herrn Pötzl schon ganz interessant, dass er sagte, naja, im zweiten Halbjahr 1990 sind ja kaum Betriebe zugemacht worden, also von Juni bis Dezember 1990. Ja, warum nicht? Weil die Wahl im Dezember war. Und dann ging es halt los, also die erste gesamtdeutsche Wahl. Da gibt es ja auch entsprechende Fundstellen, das berühmte Zitat von Herrn Köhler, es muss auch mal gestorben werden, also die Betriebe müssen jetzt... Lassen Sie Herrn Labs ausreden, Sie dürfen gleich. Ja, und dann Herr Pötzl dazu. Genau, und das sozusagen, das natürlich so dieser so, das wird, geht mir wirklich dann unter. Also das ein gutes Beispiel ist auch Bischofferode. Ich fand jetzt den Film der Kollegen ehrlich gesagt gar nicht, auch wenn ich mit vielen Punkten nicht übereinstimme, ich weiß, was Herr Pötzl meint, fand ich ihn schon sehr, also auf eine gewisse Art eindrucksvoll. Aber das Problem war der Titel, ja, das Treuhandtrauma. Und die Aktenlage wiederum ist da ganz eindeutig. Diese Entscheidung, Bischofferode zuzumachen, wurde von den Ministerpräsidenten drumherum, die damit zu tun hatten, mitgetragen. Die haben dann teilweise in Geheimsitzungen, Aufsichtsrat Treuhand, das mitgetragen, sind dann vor die Kameras und haben die Entscheidung kritisiert. Und so eine politischen Spiele müssen natürlich viel klarer durchschaut werden. Und da muss die Verantwortung klar auch benannt werden. Herr Pötzl, Sie dazu direkt? Ich wollte eigentlich nur den kurzen Einwurf machen, dass also die Nichtstilllegung in der zweiten Jahreshälfte 1990 nicht nur mit der Bundestagswahl zu tun hatte, sondern dass schon das Bestreben war. Und das zeichnet sich auch ab, dass bis in den, ich habe mal die Zahl genannt, bis März 1991 28 Milliarden in die Betriebe an Krediten ausgereicht wurde, um die am Leben zu erhalten. Also man hat eben nicht sofort privatisieren wollen, sondern versuchen wollen, die Betriebe zu retten. Das war ja, das sollte man den Betroffenen einfach abnehmen und nicht nur also so eine billige Ausrede, es lag an der Bundestagswahl. Ja, Herr Pötzl, es ist immer ganz gut, wenn man die Sachen der Kollegen liest. Ich habe ja klar geschrieben, das war eins der Hauptprobleme in der Bundesregierung, dass man natürlich ganz viel finanziert hat und weiter durchgezogen hat, wie Leuner. Aber öffentlich, gerade jemand wie Breuel, sich als neoliberal dargestellt hat, hat das Motto, nee, wir würden euch hier nie subventionieren. Natürlich hat man wahnsinnig viel Gutes gemacht und wahnsinnig viele Betriebe finanziert und teilweise ja dann doch die Schulden übernommen. Man hat es nur nicht öffentlich so kommuniziert, weil man Angst hatte, dass denn die Stammwähler bei der nächsten Wahl mich abstrafen. Das ist auch so ein Problem, der wie kommuniziert mit den Behandlungen. Man hat sich nicht hingestellt und hat gesagt, wir helfen euch mit den und den Summen, weil man wahnsinnige Angst hatte, wenn man mal Herrn Schäuble zum Beispiel fragt, der ja beteiligt war, da noch nicht als Finanzminister natürlich, dass bekannt wird, wie viel Geld man sich zusammen borgen musste, um sozusagen diesen Laden am Laufen zu halten. Das hat man ja alles getan, nur man hat eben nicht drüber gesprochen. Herr Professor Mayer, vielen Dank, Douglas. Herr Professor Mayer, ich würde Sie gerne noch mal fragen, die Frage noch mal weitergeben. Wo wurden der Treuhand politische Vorgaben gemacht vom Bundesfinanzministerium und der Bundesregierung, die eine besonders große Herausforderung waren? Und wo wurde die Treuhand gegebenenfalls auch instrumentalisiert, um, ich sage jetzt nicht von anderen Dingen abzulenken, aber angesichts der Größe der Aufgabe vielleicht nicht das ganze Bild zu erzählen, wie groß die Herausforderung wirklich war? Was ist da Ihre Einschätzung? Der Treuhand wurde die Aufgabe zugeteilt, natürlich dafür zu sorgen, dass die Erwartungen an die Entwicklung in den neuen Bundesländern aufwärts geht, beziehungsweise dass hier der Schürerbericht sich sozusagen nicht verwirklicht. All diese Auflagen waren in den Hinterköpfen der Politiker präsent und die Leistung der Treuhand hätte sein müssen, dass eben entsprechend hier ein Wirtschaftsaufschwung entsteht. Das hatte die Voraussetzung, dass man natürlich ein Stück weit geglaubt hat, dass das Volksvermögen in der DDR wesentlich größer ist, als man gedacht hat. Und die riesige Enttäuschung war eben die, dass das Gegenteil eintrat, ein Minusbetrag dann herauskam. Das heißt also, die Erwartungen und die Umsetzung waren diametral entgegengesetzt. Von daher entstand hier eine Misere und für die Politiker
die für den Erfolg eigentlich hätten eintreten müssen, war das natürlich eine Misere sondersgleichen. Und für die Opposition und für die Kräfte, die ohnehin diesen ganzen Prozess nicht mittragen wollten, in Gestalt der PDS war das natürlich ein gefundenes Fressen, dass diese Schiefentwicklung oder Fehlentwicklung eingetreten ist. Man muss aber vielleicht, wenn ich das an der Stelle nochmal sagen darf, auch sagen, dass trotz aller Kritik, die aus Ostdeutschland gekommen ist an dieser Entwicklung, in den letzten 20 Jahren der Eindruck, dass die Wiedervereinigung Anlass zur Freude war, daran gab es in den ostdeutschen Ländern keinen Zweifel. Die Zustimmung zur Wiedervereinigung ist durch die Misere der Treuhandentwicklung und durch die Arbeitslosigkeit, die entstanden ist in den 90er Jahren, nicht in Zweifel gezogen worden. Man bekommt ja oft den Eindruck, als ob in Ostdeutschland nur die Jammer-Ossis existieren und sich beklagen über den Zustand. Nein, es ist so zu sehen, dass man tatsächlich zwar die berechtigte Kritik übt und üben muss, dass aber gleichzeitig der gesamte Prozess insgesamt nicht zu einer restaurativen Komponente sich entwickelt hat. Und das ist natürlich im Rückblick ein ganz zentraler Befund, der auch die politische Szene tangiert. Nicht restaurativ, aber sofern ich das sagen würde, und das jetzt nehme ich nur mal den Fokus Richtung Ostdeutschland und will es darauf gar nicht begrenzen, aber die Polarisierung in den Wahlergebnissen, die wir zum Beispiel wahrnehmen, ist für mich die Frage, wie weit hat das tatsächlich damit zu tun, mit der Erzählung, die sich weiter fortgeschrieben hat und intensiviert wurde und so weiter. Ich will die Frage jetzt nicht an Sie richten, aber eine andere noch, bevor ich eine ZuschauerInnenfrage nehme. Was haben Sie in den 40 Interviews oder die Interviews, die Sie mit Betroffenen, die ihre Arbeit verloren haben, die in den Regionen gewohnt haben, die betroffen waren, geführt haben. Wo genau, was war die Enttäuschung? Und heute ist einmal das Stichwort Selbsttäuschung gefallen. Haben Sie Selbsttäuschung auch gespürt oder so? Oder hatten Sie wirklich das Gefühl, nein, die Leute sind sozusagen ins offene Messer gerannt, ihnen ist was anderes versprochen worden und das haben Sie geerntet. Wie waren Ihre dokumentarischen Erfahrungen? Also mein Eindruck war, dass ihnen natürlich diese blühenden Landschaften versprochen wurden, dass sie sehr mit sehr viel Hoffnung und sehr vielen doch auch Erwartungen ins Jahr 1990 und die folgenden Jahre gestartet sind, dass sie dachten, jetzt kommt der Wohlstand, der uns im Fernsehen über Westdeutschland präsentiert wurde, in Kombination mit der sozialen Absicherung, die es gab. Vorher. Ja, genau. Mhm. Und das ist natürlich nicht eingetroffen. Und gleichzeitig hatte ich den Eindruck, zumindest unsere Interviewpartner, dass sie sehr engagiert waren. Mhm. Dass sie, ihnen war bewusst, wir müssen dazulernen, wir müssen flexibel sein. Also es ist nicht so, dass sie dachten, hier geht alles weiter wie vorher, sondern ihnen war klar, das wird eine große Herausforderung. Wir sind aber bereit dafür und wir wollen das und wir überlegen uns, was können wir machen, was können wir in unseren Betrieben ändern, aber auch nur, ich glaube auch eine Vorfreude von, jetzt haben wir endlich alle Materialien, die wir brauchen, um bessere Produkte zu produzieren, Sachen, die immer gefehlt haben, werden auf einmal zur Verfügung stehen. Das war alles da und ja, wurde wahnsinnig enttäuscht. Und wenn irgendwie 3/4 der Ostdeutschen in diesen Anfang der 90er Jahre ihren Beruf verloren haben oder ihren Arbeitsplatz wechseln musste, das ist natürlich eine sehr intensive Erfahrung, auch in den Familien gewesen, in den Regionen gewesen. Ich glaube, es ist ganz schnell dann in Angst umgeschlagen, wenn eine Person aus meiner Familie arbeitslos wird. Und dann werde ich vielleicht auch noch arbeitslos, aber die Betriebe drumherum entlassen auch alle, was passiert mit uns. Mhm. Also das ist so was mir sehr in Erinnerung geblieben ist, dass da doch ganz viel Emotionen betroffen waren. Mhm. Ich möchte eine Frage aus dem Chat nehmen.
Was die Betriebe nicht tragen konnten, waren die aufgewerteten Löhne wegen der politischen, Ausrufezeichen, 1:1 Lohnumstellung. Wir haben da heute Morgen schon drüber gesprochen, über die riesige Herausforderung, die das dargestellt hat. Die Konferenz sollte der Frage nachgehen, wer sich für die Umsetzung eingesetzt hat. Die Defizite der Treuhandanstalten waren nicht nur Strategielosigkeit. Also, offene Frage an Sie alle. Wie wollen wir uns dem Thema nähern? Herr Pötzl. Naja, es begann ja natürlich mit der Volkskammerwahl am 18. März 1990, die entscheidende Weichenstellung schon war. Man hat gesehen, 48% Wähler der CDU und ihrer beiden Allianzpartner, das waren eindeutig diejenigen, die die schnelle Einführung der D-Mark wollten, die ihnen seit Februar in Aussicht gestellt war. Das wollte die Mehrheit der Bevölkerung, auch die Wähler der FDP zumindest oder damals noch der Liberaldemokratischen Partei. Und die Bürgerrechtler sind ja mit 2,9% damals abgestraft worden. Also es war, seit dem 18. März war klar, in welche Richtung es geht. Es kam dann die Überlegung der Bundesbank, das Ganze 1:2 umzustellen. Da gab es einen Riesenaufstand in der DDR mit Massendemonstrationen. Ohne 1:1 werden wir nicht eins, weil man natürlich gesehen hat, wenn man die Löhne, die bei 1290 Ostmark im Durchschnitt lagen, wenn man die halbieren würde, würde man im Vereinigten Deutschland unter die Armutsgrenze fallen und der Sozialhilfe anheimfallen. Und noch schlimmer wäre es bei den Rentnern gewesen. Also 1:1 war einfach eine politische und ich sage es ungern, aber alternativlose Entscheidung, die man machen musste. Aber das fiel der Treuhand auf die Füße. Mhm. Möchten Sie das noch ergänzen, Professor Mayer oder Dirk Labs? Ich wollte vielleicht nur ergänzen, dass natürlich bei der ganzen Geschichte auch immer der Anteil Ostdeutschlands am ökonomischen Verhalten mit berücksichtigt werden muss, dass die Marken nicht mehr gekauft wurden, dass die eigenen Waren nicht mehr eben entsprechend angenommen wurden, sodass man implizit dazu beigetragen hat, dass hier eine Misere entsteht. Ja, das ist keine böswillige Absicht, aber es ist natürlich einfach ein Marktverhalten neuer Art in den neuen Bundesländern beziehungsweise schon in der DDR eingetreten, was zu der ganzen Geschichte mit beigetragen hat, einen gewissen Anteil hat. Kann ich noch was sagen? Das fand ich nämlich faszinierend. Das ist nämlich so ein bisschen so wie heute mit den Wahlumfragen bei Trump. Bei den Volkskammerwahlen, die er plötzlich eben angesprochen hat, war es ja so, dass in den Umfragen, die natürlich sehr, sehr fragwürdig waren, die SPD ja geführt hat. Und es gab eine große Wahlveranstaltung von Helmut Kohl, ich meine im Februar in Dresden, wo er eigentlich relativ unabgesprochen die Währungsunion ins Spiel brachte. Und das hat sozusagen die Leute, weil er dachte, er braucht noch ein Argument. Und das Tragische war, dass dann nach der Wahl sich herausstellte, dass die Leute vor allem de Maizières Partei gewählt haben, weil sie einfach die Einheit wollten. Weil sie der SPD nicht getraut haben. Die dachten, da wird noch rumverhandelt, den Bürgerrechten sowieso nicht. Das heißt, man hätte wusste Kohl natürlich nicht, konnte er nicht wissen. Aber man hätte dieses Zusatzargument der D-Mark gar nicht so ohne weiteres gebraucht. Dann ist es in der Tat so, dass sich das dann verselbstständigt hat. Und das größte, noch viel größere Problem waren, oder auch das nächste größere Problem waren ja die Schulden der Betriebe. Die wurden ja auch haben wir heute Morgen schon ausgiebig gesprochen. Okay, dann haben wir das, das war ja tatsächlich dann auch ein ziemlicher Mühlstein. Aber das fand ich historisch interessant, dass das gar nicht so strategisch, wie einiges bei, wenn es um Wirtschaft ging, bei Helmut Kohl gar nicht so strategisch gedacht war, sondern viel eben auch Wahlkampf einfach war, der damals ziemlich unberechenbar war. Ich sage auch, dass es strategisch war, sondern diese Zusage der Währungsunion kam ja Anfang Februar gegenüber Hans Modrow. Das war keine öffentliche Rede und es ist ja der Bundesbankpräsident seinerzeit in Ostberlin davon überrascht worden, dass die Bundesregierung beschlossen hatte, die D-Mark einzuführen. Wie die Umstellung sein würde, hat sich ja erst später ergeben. Aber also Ende März waren dann diese Demonstrationen, die sagten, ohne 1:1 werden wir nicht eins. Also es war dann klar, es würde auf eine nominale 1:1 Umstellung hinauslaufen. Und dieses war natürlich einfach für die Betriebe nicht zu verkraften, für die noch ein anderes hinzukam. Denn kaum waren diese Betriebe neu geschaffen, am 1. Juli 1990 kamen die Gewerkschaften und haben Lohnforderungen gestellt mit dem Argument, dass sie jetzt die Mieten teurer werden, dass alle diese Sozialleistungen wegfallen, beziehungsweise dass man in die Renten- und Arbeitslosenversicherung einzahlen muss und dass es dafür ja einen Ausgleich geben muss. Das kam sozusagen noch obendrauf.
Ich würde gerne eine offene Frage an Sie vier stellen. Wenn wir über Wahrnehmung und Bewertung der Treuhandarbeit reflektiv sprechen, welche Frage haben wir bisher noch nicht diskutiert, ist aber aus Ihrer Perspektive essentiell, um zu einer anderen Einschätzung zu kommen, als sie gegebenenfalls in der jüngeren Vergangenheit geteilt wurde? Herr Lapp, Sie gucken mich gerade an. Ich habe eine. Welche Frage fehlt noch? Bitte. Naja, vielleicht einfach nur wieder aus der Werkstatt gesprochen. Mhm. Wie das so ist, wenn man beschäftigt sich ganz lange mit dem Thema und denkt, ne, man hat es verstanden. Und ich hatte wirklich ein Aha-Erlebnis bei den Dreharbeiten für den neuen Film, als ich den damaligen den Staatsanwalt, Herr Richter, der die interne Ermittlungseinheit der Treuhand geführt hat, der mir dann den verblüffenden Notruf lieferte, dass er eigentlich dachte, es wird komplett kriminell zugehen. Und dann habe ich ihn nachgefragt, wie meinen Sie komplett kriminell? Dann sagte er, naja, das Problem war einfach, dass wir gesehen haben, dass diese GmbH-Struktur, ich weiß nicht, ob das schon Thema war auf der Konferenz, aber es ist wirklich sehr wichtig, dass diese GmbH-Struktur, dass ja die meisten Betriebe wurden dann ja GmbHs, einfach den Betrug Tür und Tor öffnet. Einfach deswegen, weil rein rechtlich, wenn ich jetzt eine GmbH habe mit 50.000 damals ja D-Mark Kapitaleinlage, kann ich, solange ich diese Kapitalanlage nicht antaste, mit dem Rest der Firma machen, was ich will. Das ist dann kein Betrug. Also ich kann die Immobilien verkaufen, ich kann Grundstücke verkaufen. Und das war sozusagen, das wussten die Juristen intern sehr genau, dass es ein wahnsinniges Risiko ist, was man da eingeht. Andererseits wollte man eben nicht, weil es auch sehr kompliziert gewesen wäre, also konnte man ja auch nicht aus jedem kleinen Unternehmen jetzt eine AG oder so machen. Und das ist, fand ich wirklich faszinierend, dass ein Jurist, dass er sagt, wir haben das im Sommer 90 sofort erkannt, was das bedeutet, dass wir rein rechtlich gar keine Handhabe haben, gegen viele Menschen, Investoren vorzugehen. Weil das sozusagen, den Betrug muss man erstmal nachweisen. Ich habe daraufhin auch mit einigen Staatsanwälten in Berlin gesprochen, die Fälle auf den Tisch hatten und die dann auch sagten, das war genau das Problem. Wir hatten manchmal nicht mal den Anfangsverdacht sozusagen eines Betrugsvorwurfs. Und das fand ich faszinierend. Das war mir dann so gar nicht klar. Mhm. Während das den Juristen, also dass diese relativ simple GmbH-Struktur wirklich im Zentrum von vielen Problemen stand. Professor Mayer, Herr Pötzl, würden Sie dem beispringen? Auf jeden Fall. Herr Professor Mayer, haben Sie dazu noch einen Gedanken? Ja, ich habe noch einen anderen Gedanken. Und zwar einmal hatte ich ja vorhin darauf Wert gelegt, dass man sehen muss, welche politischen Parteien haben Interesse an der Toxifizierung dieser ganzen Debatte oder gehabt. Vielleicht jetzt nicht mehr. Dass man das muss, finde ich, in den Aufklärungsprozess auch stärker mit aufgenommen werden. Und zweitens ist die Hilfe, die aus Westdeutschland erfolgt ist, vielleicht, wir hatten ja früher, Herr Pötzl hatte vorhin darüber gesprochen, müsste man auch noch mal genauer eigentlich soziologisch untersuchen, wer da tatsächlich die tragenden Momente waren und ob da tatsächlich eine Bereicherungsintention zu unterstellen ist, auch nur ansatzweise, oder ob hier ein patriotisches Moment eine Rolle spielte oder drittens, ob nicht eben auch das Moment des Aufstiegs durch Teilnahme an der Entwicklung in den neuen Bundesländern eine große Rolle spielte. Das heißt also, es gibt schon noch auch in sozialer Hinsicht ein gewisses Aufklärungsbedürfnis. Und das tangiert natürlich dann auch die Wahrnehmung, die wir gegenwärtig und im Rückblick auch noch haben. Wenn Sie dem, Frau Köppen, ja. bitte. Also ein Aspekt, den ich noch spannend finde. Können wir Ihr Mikro noch mal laut schalten? Ja, okay. Jetzt. Ein Aspekt, den ich noch spannend finde, was wir auch schon angesprochen haben, diese fehlende Kommunikation, dass die Menschen nicht verstanden haben, was passiert hier, warum passiert ist. Dass das natürlich wichtig ist, zu analysieren. Und wir reden ja nicht über Geschichte ihrer Selbstwillen, sondern um was für heute daraus zu lernen. Mhm. Es wird immer wieder zu Transformationsprozessen kommen. Wie kann man sowas in Zukunft besser vermitteln oder anders vermitteln? Oder was kann man daraus mitnehmen? Mhm. Das wäre, glaube ich, wichtig. Die zweite Frage, die mich jetzt noch beschäftigt, und ich würde gerne noch mal das Mikro an Sie zurückgeben, Herr Professor Hoffmann. Sie sind zwar hier nicht gelistet als Podiumsteilnehmer, aber weil Sie heute Morgen so viel Input gegeben haben, danach noch mal, vielleicht wollen Sie sich im Sicherheitsabstand, dann reiche ich Ihnen gleich das Mikro hier noch mal hinstellen, gerne. Was ich noch fragen wollte, der Begriff der Toxifizierung ist von Ihnen, Herr Professor Mayer, verwendet worden und aus Ihren Zwischenzeilen habe ich es auch auf eine Art mitgenommen. Was können wir aus heutiger Sicht
produktiv und proaktiv tun, um einer möglichen weiteren Toxifizierung und einer politischen Instrumentalisierung an den Rändern der Geschichte, ich sage jetzt nicht Treuhandanstalt, sondern generell von Geschichte entgegenzuwirken? Dazu hätte ich gerne ein paar Antworten vom Podium. Also offene Frage an Sie alle und in der Zeit gebe ich Ihnen das Mikrofon. Aber Sie müssen dann noch ein bisschen in Blick kommen. Also, wie können wir dieser, vielleicht wollen Sie sich daran beteiligen, dieser Toxifizierung entgegenwirken? Freiwillige vorher. Herr Professor Mayer, Sie zuerst. Gut. Der Toxifizierung entgegenwirken ist das, was wir im Moment hier tun, also Aufklärung betreiben. Auch was Richard Schröder, was vorhin erwähnt wurde, und Herr Paquet erreicht haben, dass eben der Archivzugang schon viel früher möglich ist und dass der nun in München aufgearbeitet wird und da schon produktive Ergebnisse erzielt wurden. Das sind die Momente, auf die es natürlich ankommt, die eine Detoxifizierung, um im Begriff zu bleiben, dafür sorgen, dass die eintritt. Darf ich noch eine Rückfrage daran knüpfen? Ich habe mich mit Frau Eggers im Vorgespräch darüber unterhalten, welche Rolle die Treuhand in der Schule spielt. Meine Kinder wissen nichts. Die sind 17 und 19 aus schulischen Zusammenhängen. Die haben nie was von der Treuhand gehört. Und wir reden von einer Polarisierung von Gesellschaft. Und ich frage mich, wäre doch ein wunderbares Beispiel, um an mehr Einheit in Richtung Zukunft zu arbeiten, um über die Treuhand aufgeklärt mit jungen Menschen zu sprechen und sie zu Haltungen zu motivieren, zu dem, was war. Gut, aber nur kleiner Sidekick. In der Tat, das möchte ich gerne aufgreifen, weil ich auch mit Lehrern und Verantwortlichen im Bildungsbereich im Gespräch bin. Und ich wäre am vergangenen Donnerstag in Chemnitz gewesen, auf einer Veranstaltung des Landesschulamts, wo es genau um dieses Thema gegangen wäre, weil mir eben auch von dort die Aussage entgegengeschallt ist, hier in Ostdeutschland wird dieses Thema in den Schulen überhaupt nicht behandelt, wie überhaupt vieles aus der ehemaligen DDR nicht behandelt wird. Ich will jetzt auch nicht die NSDAP mit der SED gleichsetzen, aber so wie es in der alten Bundesrepublik eben auch geschehen ist, dass der Geschichtsunterricht an einem bestimmten Punkt aufhört und nicht weitergeführt wird, da hat das Bildungssystem im heutigen Ostdeutschland noch einen erheblichen Nachholbedarf. Westdeutschland. Aber gerade, wo es um die eigene Geschichte geht. Nee, und umso mehr auf der anderen Seite. Ja. Gemeinsame Geschichte. Herr Labs, wenn Sie dazu noch einen Gedanken haben, der Antitoxifizierung, sonst nehme ich Herrn Professor Hoffmann mit rein. Jetzt noch einen kurzen Gedanken, weil das vorhin ja auch Thema war, mit welche Sender die Narration sozusagen beherrschen. Und Weißensee fiel ja auch. Also was natürlich noch fehlt, ist ja die kulturelle Aufarbeitung jenseits der Klischees und die Komplexität abbilden. Und ich kann berichten, dass ich in den letzten 8 Jahren viele Stunden verbracht habe mit Produktionsfirmen und Sendern sozusagen und darum geworben habe, weil ich immer gesagt habe, das ist auch eine sehr coole Geschichte in der Komplexität, dass es eben nicht schwarz-weiß ist, sondern eben ganz aufgefächert. Aber oh Wunder, das ist in Deutschland nicht so leicht, ohne Liebesgeschichte und ohne klare Schwarz-Weiß-Festlegung Geschichte abzubilden. Das muss dann, glaube ich, erst über die USA, über eine Netflix-Serie gespielt werden. Das ist dann sozusagen... Aber das ist vielleicht eine große Hoffnung. Ja. Aber ich finde es interessant, weil eines der Schlagworte für die, wie gesagt, nennt man das Soft Skills der Zukunft, furchtbarer Begriff, ist sogenannte Ambiguitätstoleranz. Also ich weiß nicht, wo man das lernen kann, wenn nicht am Beispiel der Treuhandgeschichte. Aber Herr Professor Hoffmann, Sie haben vielleicht nicht genug Licht, aber auf alle Fälle genug Keule. Sonst können Sie sich auch ein bisschen zu uns bewegen. Sie haben uns jetzt gefühlte 50 Minuten zugehört. So, was ist Ihr Gedanke zum Thema? Ja, ich fange vielleicht mit dem letzten Aspekt an, also die Frage, wie kann man sozusagen dieses toxische Gift langfristig oder welche Lehren kann man daraus ziehen? Und da würde ich Herrn Mayer auch zustimmen, dass wir da eigentlich mittendrin sind in diesem Prozess. Und der wird lange dauern und der hat ein offenes Ende und er sollte viele verschiedene Aspekte beinhalten und auch viele verschiedene Träger. Dazu können wir als Wissenschaftler einen kleinen bescheidenen Beitrag leisten, dazu dienen Journalisten mit ihren Beiträgen, mit ihren Dokumentationen, Publizisten, aber auch die Bildungsarbeit in den Schulen, politische Bildungsarbeit an Akademien, auch der Kulturaspekt, Herr Labs hatte das angesprochen, ich war vor gut 2 Wochen in Chemnitz gewesen bei der Pochenbiennale und die hatten sich schwerpunktmäßig das Thema Treuhand herausgepickt und ich war sehr überrascht über die Diskussion, da waren viele junge Menschen dabei. Und ich habe da nicht diesen Eindruck gehabt, den Sie in der Frage vorhin mal formuliert hatten, dass wir einen Rückschritt hätten. Also es gibt natürlich immer noch diese hoch
aufgeladenen Meinungen aus ganz unterschiedlichen Gründen auch, aber sie werden ergänzt durch viele andere Aspekte eigentlich. Also ich habe eigentlich eher die positive Erwartung und auch Grundhaltung, dass sich einiges doch mittlerweile ändert. Oder wenn ich an Rundfunkfeatures denke, die auch in diesem Jahr ausgestrahlt wurden, habe ich auch den Eindruck, dass da ein sehr offenes Bild, auch viel Neugier ist, mal neue Geschichten auch zu erzählen. Also von daher würde ich denken, dass wir da auf einem guten Prozess sind, den es eigentlich weiter gilt, weiter fortzusetzen. Ja. Wenn ich mir dokumentarfilmende Menschen wie Dirk Lapp und Sie vorstelle, dann ist ja immer nicht das Antworten geben im Vordergrund aus Ihrer Perspektive, sondern das Fragen stellen. Ich würde Sie alle gerne fragen, welche ist die wichtigste Frage, die wir 2020 in die Zukunft gerichtet an die Treuhandanstalt und ihre Geschichte stellen sollten und bei der wir nicht locker lassen sollen? Welche Frage finden Sie im Moment am interessantesten weiter zu teilen und nach Antworten zu suchen? Die Frage war nicht abgesprochen. Vielleicht angesichts der Komplexität des Themas ist auch eine Schweigeminute erlaubt. Aber oder vielleicht nicht die spannendste, aber nennen wir mal, Superlative sind immer schwierig. Sagen wir, welche Frage halten Sie für derzeit sehr, sehr aufschlussreich und spannend? Herr Professor Hoffmann. Also ich denke, wir hatten ja ansatzweise schon in der Vormittagssitzung darüber gesprochen, über Querverbindung vielleicht zu aktuellen zur aktuellen Lage, zu der Corona-Pandemie, zu dem Lockdown, Teil-Lockdown, auch zu den wirtschaftlichen Folgen, die ja global sind. Man kann da gut ablesen, wie Produktionsketten, wie Wertschöpfungsketten auseinandergerissen werden. Und ähnliche Phänomene finden wir natürlich auch für die Zeit nach 1990 bei der DDR-Wirtschaft, übrigens natürlich auch im ostmitteleuropäischen Raum. Das sind andere historische Rahmenbedingungen, aber auch da ging es darum, dass aus unterschiedlichen Gründen heraus durch die Zerschlagung von Konzernen Produktionsketten auseinandergerissen wurden, egal wie man sie jetzt sozusagen bewerten mag und wie schwierig es ist, doch von Seiten des Staates oder von Seiten anderer Akteure hier in kurzer Zeit etwas Adäquates entgegenzusetzen und Massenarbeitslosigkeit zu verhindern. Also man kann hier sehr gut nachzeichnen, wie begrenzt doch möglicherweise auch staatliche Eingriffsmöglichkeiten auch sind. Also insofern, das gilt auch für den Zeitpunkt der Währungsumstellung beispielsweise. Ich würde sozusagen eher dafür plädieren, dass wir es zwar mit einer starken Exekutive, also in Form von Helmut Kohl zu tun haben, aber die doch bei der Währungsumstellung, bei der Frage der Parität der Währungsumstellung sehr stark auch ein Getriebener war. Getrieben sozusagen von den Montagsdemonstrationen, Herr Pötzl hat es erwähnt, die sozusagen die Forderung aufgestellt haben, 1:1, ansonsten funktioniert das nicht. Es gab heftige Proteste. Aus ökonomischer Sicht war es sozusagen fahrlässig. Die Bundesbank hat davor gewarnt und in der Tat kamen dann sozusagen die ganzen Folgen sozusagen für die Betriebe dann auch, aber sozusagen die Erwartungshaltung war groß und man könnte im Nachhinein auch sagen, das war sozusagen eine Wertschätzung der Lebensleistung auch der Ostdeutschen, dass man gesagt hat, 1:1, alles andere wäre nicht funktional gewesen und wäre nicht angemessen gewesen. Aber interessanterweise ist das ja zum Teil auch gar nicht angekommen. Das kommt in Ihrem Film, Frau Köppen, total raus. Also, dass diese Lebensleistungsanerkennung, dass das offensichtlich total unter den Tisch gefallen ist bei ganz vielen Menschen, die unendlich enttäuscht darüber sind. Ich stimme dem total zu mit der Währungsunion und ich glaube, man muss auch noch bedenken, dass damals also Hunderttausende auch nach dem Mauerfall die DDR weiter verlassen haben und verlassen haben, um in Westdeutschland zu arbeiten. Und wenn die Löhne die Hälfte gewesen wären in Ostdeutschland, dann wären das immer mehr. Also so ist, wir haben ja immer noch eine Abwanderung. Es gibt schon einen guten Begriff Grund. Der Wertschätzung der Lebensleistung, das ist natürlich ein Begriff, der erst in den letzten 1-2 Jahren auch in der öffentlichen Diskussion geprägt wurde. Das gab es damals so noch nicht. Aber ich denke, im Nachhinein könnte man das durchaus interpretieren, sozusagen. Eine politische Entscheidung, die getroffen wurde, natürlich um die Immigration in den Westen zu stoppen. Das hat nicht so funktioniert, aber man könnte sicherlich mit Fug und Recht behaupten, sie wäre noch stärker angefacht worden, hätte es diese Währungsumstellung zu 1:1 nicht gegeben. Ja, also die wäre so sehr wahrscheinlich noch viel stärker gewesen, als sie ohnehin stattgefunden hat. Herr Pötzl, Sie wollen was sagen, glaube ich, ohnehin. Ja, es passt, glaube ich, gut in diesen Kontext, weil mein Bestreben wäre, dem entgegenzuwirken, was Richard Schröder und Karl-Heinz Paquet in ihrem Buch den Opfermythos nennen, was jetzt hier auch mit diesem Eindruck, Bürger zweiter Klasse zu sein oder Lebensleistung wird nicht anerkannt. Das sind Dinge, die in der Tat in den letzten Jahren aufgekommen sind und für die es eigentlich objektiv gesehen gar keine Veranlassung gibt. Die Ostdeutschen könnten
auf ihre Leistungen ja stolz sein. Und man sollte ihnen diesen Stolz auch vermitteln. Also gerade, also ich plädiere immer dafür, dass eben auch viel mehr Westdeutsche sich in den Dialog mit Ostdeutschen einlassen, damit man miteinander über das Geschehene spricht und damit auch Westdeutsche, die sich oft völlig aus diesem Diskurs heraushalten, dass die auch mal herangeführt werden an das, was Ostdeutsche empfinden. Und man sieht es ja auch, dass dieser Opfermythos irgendetwas Aufgesetztes ist, wenn man die Umfragen nimmt zwischen dem, wie die Menschen ihr eigenes persönliches Glücksgefühl empfinden und, nicht, und diese wirtschaftliche Lage, da gibt es eine Kluft dazwischen. Die Menschen sind ja eigentlich mit ihrer Situation durchaus zufrieden und trotzdem schimpfen sie auf die Treuhand. Aber was ich interessant finde, ich will das jetzt nicht vertiefen, aber was ich interessant finde, jemand hat mir gerade gesagt, wisst ihr, wie das mit uns mit der Reisefreiheit war oder nicht Freiheit, weil wenn wir Covid erleben, jetzt wisst ihr mal, wie das ist, wenn die Grenzen zu sind. Also und diese Covid als Erfahrungsraum, frage ich mich, ich will daraus jetzt kein Thema machen, aber weil Herr Böck in der Leitung ist. Sie wollen aber noch ganz kurz was sagen und dann nehmen wir Herrn Böck, der möchte nämlich noch eine Frage stellen. Ja. Das finde ich einen wichtigen Einwurf mit der Anerkennung. Also ich habe gerade noch eine andere Dokumentation gemacht, da geht es genau um die Zeit, um das letzte Jahr der DDR, der zwischen Mauerfall und Wiedervereinigung, die 11 Monate. Und da ist mir nochmal bewusst geworden, mit wie vielen Veränderungen die Ostdeutschen in sehr, sehr kurzer Zeit konfrontiert waren. Also die waren natürlich gewollt, zum großen Teil, diese Veränderungen, aber trotzdem haben sich es hat sich einfach alles, der ganze Alltag hat sich verändert, das Steuersystem, die Krankenversicherung, die Arbeitsstelle, die Bank, es hat sich einfach alles auf einen Schlag geändert und damit muss man halt auch zurechtkommen und viele sind damit zurechtgekommen und haben sich da sehr bemüht und das sollte auf jeden Fall anerkannt werden und ist vielleicht auch vorbildlich. Danke Ihnen. Herr Böck, wenn Sie ganz kurz, weil mein Zettel zu Ihnen ist, liegt da hinten auf meinem Platz. Sie müssen sich ganz kurz vorstellen, weil Sie sind ja auch mehr als kenntnisreich im Zusammenhang. Ihre Frage stellen, wir gehen mit Ihrer Frage in die absolute Schlussrunde. Okay, Markus Böck ist mein Name. Ich bin an der Uni Bochum und hier schon lange auch im Bereich Treuhand tätig, beziehungsweise in der Treuhandforschung. Ich habe nur eine kurze Bemerkung, weil ich habe so den Eindruck, ich will jetzt mal die Partei ergreifen, die sich hier nicht wehren kann oder nicht entgegentreten kann, weil sie ja schon über Sascha Ilko und so weiter gesprochen haben. Ich finde, mein Eindruck ist der, dass die Diskussion hier ein Stück weit ein Teil des kommunikativen Problems reflektiert. Also wir haben hier sozusagen objektiv Wahrheit, Tatsachen, das ist das, was ich denke und die Mythen und das Subjektive und das Falsche ist das, was die anderen denken und dann wird belehrt und alle Lager bleiben in ihren Subcommunities und pflegen halt diese Wahrheiten und ich muss auch sagen, wenn hier immer so getan wird, das sind die Akten, da werden irgendwelche objektiven Fakten herausdestilliert, also jeder Proseminarist bei mir lernt im Prinzip, es sind nicht Akten, es sind Fragen, die sie mit Akten stellen und sie haben unterschiedliche Akten, sie haben mündliche Überlieferungen, schriftliche Überlieferungen und da würde ich doch mal die Teilnehmer auch bitten, ihre eigenen Standpunkte hier ein Stück weit zu reflektieren, sie sind alles weiße, ältere, westdeutsche Männer, Redner, die für sich in Anspruch nehmen, hier sozusagen objektive Wahrheiten dem ostdeutschen Publikum von oben herab zu verkünden. Vielleicht ist das sogar Teil. Ich bin jetzt emotional, weil ich hier schon seit 4 Stunden zuhöre und mich nicht melden konnte. Also vielleicht sollten Sie mal daran auch ein bisschen Standpunktreflexion, Selbstreflexion. Ich habe meine, sozusagen, ich bemühe mich darum, aber vielleicht ist das auch, Sie kämpfen hier ein Stück weit jetzt auch ein bisschen emotional gegen Windmühlen an. Also Sie werden, also wenn man von oben herab mit irgendwelchen Statistiken den Leuten erklärt, das stimmt alles gar nicht. Es war alles eigentlich eine tolle Geschichte. Und da sehe ich irgendwie eine gewisse Tragik auch in diesen Arrangements drin. Also ich bin jetzt ein bisschen emotional, weil ich ja schon so lange vor mich hin brodle. Tut mir leid. Aber ich meine, Sie sagen am Anfang, es soll differenziert werden. Es soll sozusagen, aber die Differenzierung besteht darin, dass ich Recht habe. Und dann, wenn hier Begriffe fallen, da wird es mir ganz anders. Da sprechen Sie ja von Dolchstoßlegende und sowas. Also da bitte ich dann auch mal ein bisschen darum, dass Sie sich hier also sozusagen, Sie schmücken sich mit der Geschichtswissenschaft, solange es Ihren Argumenten dient. Dabei haben Sie zum Teil ja auch ein konservativ-liberales Geschichtsprogramm, was Sie hier einfach hinterlegen. Das ist objektiv, das ist Wahrheit. Und die Linken sind die bösen Brunnenvergifter. Also da muss ich Ihnen sagen, das hat mit Geschichtswissenschaft, wie ich es verstehe, ich bin jetzt sehr emotional, nichts zu tun. Also wir müssen uns darum bemühen, sozusagen die Differenzierten, also wie Herr Hoffmann und Herr Steiner und so weiter, dass sie in Anspruch genommen haben, wir sind nicht sozusagen ihre Munitionslieferanten. Also das vielleicht jetzt mal als emotionaler Beitrag aus dem tiefen Westen in Bochum. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Böck. Sie werden uns nachsehen, dass wir in der Tiefe uns jetzt nicht die Zeit nehmen können, rein strukturell bedingt, dem zu entgegnen. Aber dennoch, so viel Raum muss auf
alle Fälle sein. Also ich weiß jetzt nicht, wer sich davon nicht betroffen, aber angesprochen fühlt. Also Sie, Herr Pötzl, Sie sind ein weißer Herr auf dem Podium. Sie auch, Herr Hoffmann. Ich bin eine weiße Frau. Wir beide, ja. Also ich glaube, er hat schon mich gemeint, weil ich natürlich gerade mit dieser Faktenlage besonders um die Ecke gekommen bin. Das meinte ich, das müsste ich in diesem Vortrag vielleicht ein bisschen stärker betonen, damit ich auch ein bisschen provozieren kann, damit eine Gegenposition erstmal aufgebaut wird zu dem, was sozusagen Allgemeingut ist, was immer erzählt wird, und ein paar Dinge einfach mal vom Faktischen her zurechtrücken. Das Wort Dolchstoßlegende stammt nicht von mir, ich habe es ja ausdrücklich als Zitat ausgewiesen, von dem Ostdeutschen Richard Schröder. Klar, also ich kann an meiner westdeutschen Herkunft nichts mehr ändern im Nachhinein, aber trotzdem sollten Sie mir die Ernsthaftigkeit meines Bemühens um dieses Thema abnehmen. Das danke. Also Herr Pötzl, bloß ganz kurz, das ist kein Dialog. Natürlich, absolut, aber ich möchte Sie bloß ein bisschen dafür sensibilisieren, dass wir uns hier selber in Bubbles befinden, ne? Und sozusagen, wir reden immer drüber, wie kommen wir aus der Kommunikationssituation raus, aber meine Erfahrung ist auch die, dass man sozusagen hier jeweils immer die eigene Wahrheit pflegt und ein Stück weit das Beispiel USA kam schon. Ich sehe hier auch die Treuhand-Diskussion, erinnert hier sehr, sehr stark an entsprechende, kulturell stark aufgeladene, identitätsbezogene Diskussion in den Vereinigten Staaten, ne? Und wir, na klar, den Ostdeutschen, die werden exotisiert, da wird dann irgendwie, die packt das nicht, aber sie haben außerdem, aber die Treuhand scheint ja auch für eine, sagen wir mal, andere Community in ihrer, sozusagen die Treuhand zu verteidigen, ist selber auch eine Bubble. Ja, verstehen Sie, was ich meine? Und da müssen wir uns ein Stück weit rausbewegen. Also, und da kann es nicht der Sinn sein, dass wir sagen, jetzt kommen die Akten und jetzt wird nachgewiesen, dass das alles gar nicht stimmt, was die doofen Ossis da einfach nicht gecheckt haben, weil die keine Wirtschaft können. Also ich pointiere jetzt auch, aber generell finde ich es gut, Herr Pötzl, dass Sie das machen. Ich finde es gut, dass wir das alle machen. Aber wir müssen da halt, glaube ich, ein bisschen härter dran arbeiten, dass wir uns da ein bisschen stärker auch damit auseinanderzusetzen und das auch in andere Publika reinzutragen, weil sonst ist es, wie gesagt, ein ewiger Kampf gegen Windmühlen. Das ist so mein Eindruck. Aber vielleicht bin ich auch einfach nur zu emotional. Jetzt lasse ich es einfach mal. Herr Böck, aber darf ich eins zur Verteidigung der deutschen Gesellschaft an der Stelle und eines hybriden Formats sagen? Der Vorteil des digitalen Raums ist, dass jede sich zuschalten kann, die oder der es gerne möchte. Idealerweise, wir haben jetzt ein bisschen verspätet angefangen und so weiter. Ich kenne jetzt die Zielgruppenadressierung von Alex TV und so weiter nicht so ganz genau. Ich weiß nicht, wen wir da erreichen. Vielleicht ist das ein Teil des Problems, dass wir gucken müssen, wie man noch in andere Verteiler reinkommt. Ansonsten, ich hätte gern mehr Fragen aufgenommen, wenn Sie kritisch aus dem Chat gekommen wären. Es ist nicht so, dass ich Sie ignoriert hätte. Wollte ich nur ganz kurz zur journalistischen Verteidigung sagen. Ansonsten aber vielen herzlichen Dank für Ihren Einwurf. Ich möchte auf ein sehr interessantes Format hinweisen. Das ist jetzt schon ein Jahr alt oder so. Oder noch älter. Wann war das? Nicht vor der letzten Bundestagswahl, kann es nicht gewesen sein, vor den letzten, ich weiß nicht, welche Landtagswahlen es waren, hat die Zeit online einen 1-zu-1-Dialog ermöglicht und hat Leute zusammengespannt, die ganz weit politisch in ihren Haltungen entgegengesetzt waren. Wenn ich richtig informiert bin, waren es 80.000 dialogisch gestöpselte Gespräche. Also solche Formate, also andersrum, ich nehme das aber als Schlussfrage mit rein, wie können wir, und das meine ich ganz ernst, Gespräche organisieren, Diskursangebote machen, in denen wir aus unseren Echokammern rauskommen, ist ein großes Problem für mich als moderierende Journalistin auf Podien, wo wir immer nur, ich will nicht sagen, wenig kulturell divers, selbst wenn wir unterschiedlicher Ansicht sind, im Raum sitzen. Wie schaffen wir das? Und die Frage geht auch nochmal an Sie zurück, Dirk Labs. Also wir nehmen Sie schon ernst in Ihrem Dreingeben, Herr Beug. Wie schaffen wir das? Ich habe ja in meinem Buch auch darauf hingewiesen, auf diese Biografiegespräche, an denen ich selbst mal teilgenommen habe, auf Gut Gödelitz, also wo sich Ostdeutsche und Westdeutsche zusammensetzen und vorurteilsfrei und ohne unterbrochen zu werden und ohne gleich mit erhobenem Zeigefinger ins Wort zu fallen oder so etwas. Also ich bin sehr für den Dialog, und zwar vor allem Ost und West, weil gerade die Westdeutschen viel zu wenig davon wissen. Ich habe halt ein persönliches Interesse daran, weil ich seit 30 Jahren mich mit diesen Fragen beschäftige. Aber ich weiß, dass ich da bei vielen Westdeutschen auf Unverständnis stoße. Und ich bin eben gern jetzt mit dem Buch in Ostdeutschland unterwegs, um dort mit den Menschen zu diskutieren. Und ja, da ist es natürlich dann in der Diskussion, im Dialog, kann man sehr viel mehr differenzieren. Ich hatte jetzt hier den Auftrag eines Impulsvortrags, der halt ein paar Schlaglichter setzen sollte. Da konnte ich dann nicht jedes Mal einschalten oder einfließen lassen. Dann gibt es aber auch noch das und das. An ein paar Stellen habe ich es ein bisschen getan, aber das hätte den Rahmen gesprengt.
sondern ich wollte einfach mal so ein paar Dinge, weil sie in der Öffentlichkeit, in den Medien, bei bestimmten Autoren eben immer wieder auftauchen und einfach nicht stimmen. Also das geht es nicht darum, Recht zu haben. Ich bin im Übrigen überhaupt nicht mit der Absicht an die Arbeit rangegangen, die Treuhand reinzuwaschen. Und ich glaube, das merkt man auch dem Buch am Ende an, dass es nicht darum geht, die Arbeit der Treuhand nun ausgesprochen positiv darzustellen. Da kann man im Buch natürlich auch immer wieder deutlich machen, warum es diese Verwerfungen gibt. Das geht jetzt in einem kurzen Referat von 20 Minuten natürlich nicht. Und wir werden es also auch jetzt im Podium nicht so hundertprozentig schaffen. Aber mehr auf den Dialog und vor allem auch einen Ost-West-Dialog zu setzen, damit man eben aus diesen Blasen herauskommt, also die Ostdeutschen unter sich, die sich ihre Geschichten erzählen, die sich dann natürlich auch immer verdichten und verstärken und verfestigen und verewigen. Und die Westdeutschen, die sagen, und wir haben so viel Geld gegeben und die sind so undankbar. So kommen wir natürlich nicht weiter. Also, vielen herzlichen Dank, Herr Böck. Wenn Sie, Herr Labs, haben Sie noch ein Schlusswort, wie wir aus den Echokammern rauskommen? Ansonsten machen wir in 25 Minuten weiter, weil wir dann die... Ja, bitte. Indem wir feststellen, dass wir vielleicht gar nicht in den Echokammern sitzen. Also ich meine, ich habe eben ja auch wieder was gelernt, das finde ich ganz interessant, dass ich habe ja auch am Anfang so ein bisschen vielleicht übertrieben gesagt, meine Betroffenheit über den jetzigen Diskurs irgendwie dargestellt, aber habe dann interessiert zugehört, wie Herr Professor Hoffmann gesagt hat, dass er gar nicht den Eindruck hatte vor Ort in Chemnitz. Und da habe ich mich auch an andere Veranstaltungen, die ich gemacht habe in der letzten Zeit, auch daran erinnert, dass es vor Ort dann wiederum anders aussieht. Also ich glaube nämlich nicht, so wie Sie das eben gesagt haben, dass es eine tolle Idee ist, jetzt zwei Ränder miteinander diskutieren zu lassen, sondern im Gegenteil, dass es nicht sein kann, ich sage es immer ganz hart, dass wir immer wieder bei Null anfangen. Nur weil ein Kollege was neu lernt, heißt es nicht, dass das neu ist. Und ganz ehrlich, also ich habe jetzt nichts gehört in den letzten Jahren, was ich nicht schon vor 8 Jahren wusste. Akten hin oder her. Sondern da war schon relativ hoher Standard. Ich habe auch schon mit Herrn Beuth vor Jahren, der ja auch da schon geforscht hat, Veranstaltungen gehabt, wo der ja auch schon sehr weit in seiner Forschung war. Mit anderen Worten, wir dürfen nicht nur, weil irgend jetzt eine Interessensgruppe das Fass neu aufmacht, und das ist unser größtes Problem als Medien, immer wieder zurück auf Null springen und sozusagen Diskussionen neu führen, die lange geführt sind. Und was Herr Pötzl eben beschrieben hat, ist auch ein bisschen eine Beschreibung der Vergangenheit. Das ist eine Generationsfrage auch, mit dem wir haben dem Osten bezahlt. Also selbst meine Generation, ich bin auch nicht mehr so jung, ist sozusagen, sieht es noch so unbedingt. Und schon gar nicht in Ostdeutschland. Also die Jahrgänge, logischerweise 90, sind ja auch schon 30 Jahre alt. Also insofern, das wäre so mein Plädoyer, dass wir nicht denken, sozusagen, weil jetzt das ein paar Autoren gibt, die das so empfinden, dass wir so auf Null zurückspringen müssen. Herr Labs, vielen Dank. Vielen Dank an Sie alle für Ihre zahlreichen Impulse und Steilvorlagen beim Denken. Wir sehen uns um 15.30 Uhr wieder. Und die gute Nachricht, die ich dann für Sie habe, ist, dass wir dann mit anderweitig Betroffenen sprechen, nämlich Menschen, die bei der Treuhand in Verantwortung in unterschiedlicher Funktion gearbeitet haben und die jetzt sprechen darüber, wie sie es wahrgenommen haben. Insofern an der Komplexitätsschraube drehen wir weiter. Und ich hoffe, Sie um 15.30 Uhr für dann die letzten beiden Stunden wiederzusehen. Vielen herzlichen Dank. Danke, Herr Labs.